Mein Land sind Kocher, Jagst und Tauber, bin ein Hohenloher Bauer, schäm mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Herzlich willkommen bei Boden und Leben, dem Podcast rund um 20 Zentimeter, die die Welt ernähren. Mein Name ist Michael Reber und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Mein Land sind Kocher, Jagst und Tauber, bin ein Hohenloher Bauer, scher mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts Boden und Leben. Heute ein wiederum sehr besonderer Gast und heute haben wir glaubenssprachlich so das ziemlich Extremste, was wir hier in Deutschland hinbekommen können, der Hohenloher und der Ostfriese. Ich habe zu Gast aus Ostfriesland Peter Havener und Peter ist heute extra hier runtergefahren, also Hut ab. Herzlich willkommen, Peter. Moin. Moin, genau. Das ist wichtig. Peter ist Nummer 4 hier im Podcast, also unserer kleinen, aber feinen WhatsApp-Gruppe. Und war mir schon lange ein Wunsch und jetzt hat es geklappt. Hätte eigentlich im Sommer schon mal passieren sollen, aber wie es halt so ist, manchmal geht es einfach nicht. Ja, wir haben vorhin schon, oder heute schon länger, heute Morgen im Auto und auf dem Schlepper länger telefoniert, über was wir heute reden. Also an Themen wird es nicht mangeln. Und ja, kennengelernt haben wir uns eigentlich nur über die WhatsApp-Gruppe, oder? Ja, das war zu Zeiten von LSV oder 2018, 2019. Ja, genau. Da haben wir uns ausgetauscht. Ja. Und sind dann irgendwie hängen geblieben wegen der Ideen, der Anregungen. Und ja, mich hat fasziniert die regenerative Bewirtschaftung des Bodens. So kann jeder was vom anderen lernen. Ja, aber am besten, wie immer, stellst du dich mal kurz selber vor. Was kannst du, was machst du, was hast du? Ach, ich weiß immer, was ich nicht kann, wenn ich es ausprobiert habe. Und alles andere probieren wir erstmal aus. Mittlerweile weiß ich, was ich kann. Und sich darauf zu besinnen, guck, ich bin jetzt 54 Jahre, habe irgendwann mal geheiratet, 2001. Also wenn mich jemand fragt, was ich kann, das kann ich. Die Frau, wenn ich darauf zurückschaue, da habe ich schon mal Volltreffer. So, jetzt habe ich zwei wundervolle, wundertolle Töchter. Und nebenbei mache ich Landwirtschaft. Ich habe irgendwann mal Abi 88, das war alles egal. Ja, und dann habe ich irgendwann noch eine Ausbildung gemacht, Fachschule besucht. Und dann mit 23 habe ich den Hof angefangen. Damals mit 36 Hektar und 11 Kühen. Und hier habe 2002 noch Meister gemacht. Und ansonsten versuche ich mich eigentlich in dem Miteinander. Ich versuche, Barrieren in meinem Umfeld abzubauen. Das Miteinander ist mir eigentlich auch im Ehrenamt immer sehr wichtig und auch in der Landwirtschaft sehr wichtig, weil ich habe häufig das Gefühl, dass sehr viel Neid gestreut wird und gezielt gestreut wird. Und das versuche ich eigentlich abzubauen. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Da bist du mir immer ein wichtiger Gesprächspartner, wenn es um solche Themen geht. Ja. Und wir werden auf dieses Thema ehrenamtliches Engagement sicher sehr ausführlich eingehen, aber vielleicht mal vorneweg zum Betrieb. Du hast gesagt, du hast den Betrieb übernommen. Es war nicht dein elterlicher Betrieb. Nein. 1860 hat Herr Fechter 3 Höfe gebaut für seine 3 Söhne. Die 3 sind dann alle an Diphtherie gestorben und die 3 Töchter haben die Höfe bekommen. Also Gilscher hat meinen elterlichen Betrieb geerbt. Popkea hat den Hof bekommen, wo ich jetzt drauf wohne. Und hier Afke, den Bewirtschafter kennst du auch durch die Clayden. Und hier, ich war der Erste aus der Familie, der den Hof übernommen hat, 1993. Der war seit 1860 fremdverpachtet, weil die Tochter, die das damals bekommen hat, weggeheiratet hat. Und dann fingen wir halt an mit einem 5-jährigen Pachtvertrag.
Das ist blöd für die Bank, aber ist eine Herausforderung mit 23. Und hier, ich konnte es eigentlich nur besser machen. Ja. Und was ist dann nach den 5 Jahren passiert? Ja, du ich habe es gemacht wie alle. Wa? Wir haben ein bisschen Quoten gekauft, wir haben ein bisschen im Tierhaltung gucken. Als ich da anfing, hatte ich die Kühe mit dem Kopf vor der Wand. Also mit hier, wir nennen das Kellnerfütterung, so wie ein Klingelbeutel in der Kirche durch die Reihen gereicht wird. So haben wir Futter zwischen den Kühen nach vorne an die Wand geworfen und dann mit der Karre ausgemistet und mit der Karre Futter reingekarrt. Hm. Und hier Stück für Stück haben wir dann angefangen, 3000 Quadratmeter ums Hof zu pflastern. Da war nichts befestigt, da war Steinschutt im Boden. Wir haben ein Altgebäude niedergerissen und da unter Denkmalschutzauflagen ein landwirtschaftliches Gebäude aufgezogen, was dann umgenutzt wurde als Stall. Das ist jetzt einfach ein protziger Stall mit Dachziegel und hier Hohlschicht und verklinkert. Muss man sich mal gönnen. Wir haben 2000 eine Halle abgerissen, die stand da im Weg von der Umgehungsstraße gebaut werden sollte. Die haben wir 2004 bei uns aufgebaut. Ach, wir haben eigentlich immer irgendwie so uns sinnvoll beschäftigt mit der landwirtschaftlichen Betriebsentwicklung. Und hier, ich hatte 17 Jahre lang eine Betriebsgemeinschaft mit Maschinen, mit meinem Bruder, der den elterlichen Betrieb übernommen hat, circa 2,5 Kilometer Luftlinie entfernt. Also wir haben zusammen Silage gefahren, wir hatten gemeinsam ein Güllefass, wir haben Mähdrescher zusammen gekauft, den haben wir gemeinsam genutzt. Also wir hatten schon Pflegereifen hatten wir für einen Schlepper und die haben wir dann auf beiden Betrieben eingesetzt. Sonst hätte ich das gar nicht so schaffen können. Wenn der elterliche Betrieb und meine Familie nicht so dahinter gestanden hätte, du kriegst ja mit einem 5-jährigen Pachtvertrag nicht mal einen Kredit über 15.000 Mark für einen gebrauchten Schlepper oder sowas. Da muss die Familie dann schon davor stehen und sagen, komm her, mein Sohn kriegt das. Okay. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, habt ihr irgendwann auch gemeinsam einen Stall gebaut? 2010. Wir hatten einen Betrieb gepachtet, der zwischen uns lag, mein Bruder und ich. Und das mussten wir abgeben. Das auf dem freien Pachtmarkt war uns die Pacht zu hoch. Und dann waren wir überlegen, was los war. Und ein gemeinsamer Bekannter von uns, der hatte sich 20. September 2009 das Leben genommen. In dieser Milchmisere, in der Krise. Und hier, dann haben wir da die Landstelle gekauft mit 4 Hektar und die Flächen gepachtet und haben da gemeinsam dann einen Stall entwickelt. Den Melkstand hatte er schon gebaut. Und hier konnten dann die 54 Hektar voll arrondiert um den Betrieb pachten auf längere Zeit. Und dann hatten wir halt 100 Hektar Ackerland, 100 Hektar Grünland, deutlich über 200 Kühe, also 430, 440 Kopf Rindvieh mit den Einjährigen und Zweijährigen. Ja, die weibliche Nachzucht hatten wir damals komplett behalten. Ach, das war auch eine spaßige, schöne Zeit. Teuer wurde es erst 2015, 16, als der Milchpreis nach dem Wegfall der Quote so gesunken war. Da war richtig Desaster. Ja. Und der Betrieb, auf dem du warst, du hast dort weiterhin gewohnt. Also wir haben den gemeinsamen Stall. In Schönort, da habe ich gewohnt. Mein Bruder hat auf dem elterlichen Betrieb gewohnt. Wir hatten damals einen Angestellten, der hat auf dem Zukaufbetrieb gewohnt. Und hier, ich sag mal so, diese ganzen Nackenschläge und so, guck, als ich 98 den Stall gebaut hatte, da ist meine Eigentümerin verstorben. Da war der 5-jährige Pachtvertrag ausgelaufen und das Testament war falsch formuliert. Dann habe ich 4 Jahre im luftleeren Raum da gewirtschaftet. Also, wir haben das schon öfter mal ein bisschen nicht ganz so einfach gehabt, aber wir haben da irgendwie immer einen Dreh drauf gefunden. Und wir hatten, als wir den gemeinsamen Betrieb hatten, da hatten wir auf dem Betrieb, den mein Bruder bewirtschaftet, das Jungvieh für die Nachzucht. Und weil ich den kleinsten Stall hatte, eben mit 50 Liegeplätzen und 56 Fressplätzen, da haben wir die Rinder laufen gehabt, die wir verkaufen wollten. Und hier, nur muss man dazu sagen, da wo ich wohne und wo mein elterlicher Betrieb ist,
Das ist diese Seite vom Dorf, sage ich mal. Das ist Junge Seemarsch. Und hier absolut ackerfähig. Wunderschöner Ackerboden. Das ist wie Gartenboden, kannst nichts falsch machen. Dreschen darfst nicht vergessen. Und hier, da wo die Kühe waren, das ist Alte Marsch. Da sind Dach drinne. Dach ist für uns so der Ausdruck für Torf unter Salzwasser, was damals angesteht. Also, da ist eisenhaltig das Wasser, da schmeißt du keine Tränke für die Kühe in den Graben. So, da ist dann auch die Befahrbarkeit deutlich schwieriger. Und da hatten wir dann halt Weidehaltung, auch mit den über 200 Tieren. Wir haben die Tiere, soweit wie es geht, von April bis November auf der Weide. Und hier, doch, das ist eine schöne Gemeinschaft gewesen. Ja. Du sagst gewesen, ja, das heißt, da gab es irgendwann einen Schnitt. Es war 2018 soweit, dass ich die GbR verlassen habe. Und bin wieder auf meinen Ursprungsbetrieb hingegangen. Und mein Bruder und ich haben uns dann über ein Jahr auseinandergesetzt. Weil hier ich hätte nicht auf das Kapital verzichten können, was ich da eingeschoben habe. Und hätte man mich so auf einmal auszahlen müssen, das wäre auch nicht gegangen. Und dann setzt man sich als Brüder eben zusammen und da verzichtet der eine auf das eine und der andere verzichtet auf das andere. Und irgendwie regelt man das schon und so. Und hier für mich war es wichtig, weil, guck, meine Kinder sind 2004 und 2006 geboren und 2010 haben wir den Hof angefangen und weil ich nun der mit der Affinität für Kühe bin, dann war ich jeden Morgen um 6 Uhr aus dem Haus. Meine Kinder sind dann zur Schule gegangen oder zum Kindergarten und wenn ich vormittags um 8:30 gefrühstückt habe oder um 9, dann habe ich meine Kinder nicht gesehen und mittags habe ich die kurz gesehen um 13:30 und wenn ich abends nach Hause kam, waren die auch schon fast im Bett. So, und ich habe dann so langsam meine Prioritäten verschoben, vorsichtig. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mir überlegen musste, was will ich? Und die Familie war mir auch wichtig. Und auf der anderen Seite gab es also so ein, zwei Sachen, die konnte man nicht aussprechen oder nicht klären. Und dann haben mein Bruder und ich uns zusammengesetzt und haben den Betrieb so aufgeteilt. Mein Bruder bewirtschaftet nach wie vor den elterlichen Betrieb und den Hof, den wir 2010 dazu genommen haben. Und ich bin wieder zurück auf meinen Hof gegangen und bewirtschafte da die knapp, was sind das, 55 Hektar. Habe einen Gemischbetrieb mit Ackerbau und Viehzucht und hier habe einen kleinen Hofladen. Und ja, meine Frau hat sich jetzt noch selbstständig gemacht im Oktober letzten Jahres, hat eine kleine Buchhandlung aufgefangen mit Charme und Schick. Und hier, es macht Spaß und das Leben ist wieder schön. Das ist wieder, man hat wieder seine Wurzeln. Für mich war das sehr wichtig, wieder Halt zu finden. Das glaube ich, ja. Da haben wir ja sehr oft auch drüber gesprochen. Ja. In dieser Gruppe auch, ja, dass es irgendwo immer wieder ähnliche Geschichten sind. Ja, natürlich die Entscheidungen individuell, aber so die Wege, dass man irgendwann in seinem Leben an den Punkt kommt, wo man dann sagt, okay, will ich so weitermachen? Ja, oder gibt es da noch was anderes? Ja, und das hast du ja jetzt auch so erzählt, was du gemacht hast. Ganz kurz, Ostfriesland ist jetzt nicht klein, aber ihr seid ganz weit oben. Wir sind 2,5 Kilometer bis zum Wasser, ja. Ja, und sehr nah an der holländischen Grenze. Ja. Wir sind in dieser Halbinsel über Niederlanden, ja, über dem Dollard gelegen. Das ist so ein bisschen Tourismusgebiet, sag ich mal. Greziel ist so ein typisches, niedliches Fischerdorf. Hat Charme, hat Flair. Und die Krummhörn, das sind 18 Dörfer, oder? Oh, schlag mich nicht. 19? Nee, 18 meine ich. Und Krummhörn, die Bezeichnung heißt ja dieses krumme Horn, was in die Nordsee geragt hat. Und das wurde ja später erst eingedeicht und dadurch ist es die Halbinsel geworden. Okay. Sehr spannend. Das heißt aber, diese Halbinsel, die gab es schon länger. Sie sind nicht komplett. Nee, 600 Jahre. Ja, ja. Okay. Interessant. Also heute hast du Milchvieh plus Mutterkühe? Ja. Und bist gerade in der Bio-Umstellung? Auch das noch, ja. Genau. Nein, ich wollte 2009 haben uns ja erst orientiert. So, und ich hätte gerne damals Jersey-Kühe gekauft und dann zu Bio. Und nun ging aber die Empfehlung von der Bank,
dass in der damaligen Zeit, während dieses Milchprotestes, die Umstellung zu Bio eine sehr lange Durchstrecke ist mit den Bioprodukten einkaufen und konventionell verkaufen. Und die Empfehlung ging zur Betriebsoptimierung hin. Also die haben meine Zahlen angeguckt, die haben die Zahlen von meinem Bruder angeguckt und haben gesagt, ihr könnt das ja, macht das doch größer, macht das doch optimaler. So, und mein Bruder ist ein Schraubergott, sag ich mal vorsichtig. Dem kannst du eine Quarzuhr oder einen Treckermotor auf den Tisch legen. Den kannst du auch drei Treckermotoren auf den Tisch legen. Der schraubt die alle auseinander und baut die alle wieder ineinander und dann passen die Originalteile und das Ding läuft. Ja. Und somit hatten wir, sag ich mal, die Vorteile, dass ich gerne bei den Kühen war. Er die Landbewirtschaftung, die Außenwirtschaft und hier die Reparaturen koordiniert hat. Es ist bloß vieles, was man vorher weiß, aber nicht versteht. So, wenn wir vorher unsere Höfe bewirtschaftet haben mit unseren Auszubildenden oder auch mit der Familie, dann haben wir da auch einen eingestellt, zwei Auszubildenden in besten Zeiten dabei gehabt und hier, wir hatten ja alles kalkuliert, von Diesel über Dünger bis hinzu. Und wir haben uns auch nicht verkleinert in der Gesamtfläche, dadurch, dass wir vorher den einen Betrieb dazu gepachtet hatten. Somit dachten wir, das wäre eigentlich ein reibungsloser Schritt und es geht los. Das Phänomen ist nur, wenn man zum Beispiel anfängt, Futter zu mischen mit einem Mischwagen, dann kann dir jeder Berater sagen, wie positiv sich das auf dem Energiegehalt, im Futterwert und Milchsteigerung und Milchleistungsverbesserung und alles wissen sie. Dass du aber 365 Tage im Jahr einen Trecker mit einem Dieselverbrauch von 26 bis 31 Liter in der Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden laufen lässt und plötzlich über 10.000 Liter mehr Diesel brauchst und dann meinetwegen 2012 Diesel über 1,50 Euro kostete. Das sind Sachen, es gibt viele Sachen, die auch den anderen Betrieben, die in dem gleichen Beratungsring sind, Vorteile verschafft hat durch unseren Schritt. Dadurch, dass wir unsere Ergebnisse geteilt haben und so weiter und so fort, profitieren mehr an dieser Lebenserfahrung, nicht nur wir. Ja, das kenne ich. Das Thema Kooperationen war auch in meinem Betrieb zum Glück nur im Ackerbau ein Thema. Ja, das kannst du relativ einfach trennen, aber wenn halt mal Tierhaltung dabei ist und dann auch noch Familie, ja, das ist dann sicher auch nochmal emotional ein ganz anderer Schritt, das auseinander zu dividieren, ohne dass man sich nachher halt nicht mehr ins Gesicht schauen kann, also dass man sich nachher weiterhin ins Gesicht schauen kann und miteinander redet. Ja. Unsere Eltern hatten uns immer sehr erzogen, dass wir eigenständig denken. Und auch als wir nachher die Gespräche geführt haben, wie wir was aufteilen, wie wir was trennen, wie was, haben wir dann meine Eltern, die uns ja zu den beiden Ursprungshöfen geholfen haben, mit eingeladen. Da muss man natürlich zusagen, mein Vater hat damals mit 17 mehr oder minder den Hof mit übernommen, weil mein Opa war damals schwer krank und ist auch sehr früh verstorben. Und mein Vater hat mit 53 den Betrieb abgeben müssen. Er ist einer von diesen Zahlen in der Liste. Er ist ein Kunstfehlerprozess. Also er ist ein Kunstfehler geworden bei der OP an der Hüfte. Dadurch, dass er ein Chromaganggelenk bekommen hat und sein Körper Chromagan abgestoßen hat. Und dann haben sie ihn nochmal operieren wollen, 6 Jahre später, und wollten ihm ein Keramikgelenk eingeben. Haben ihn auch behandelt, als hätte er ein Keramikgelenk gekriegt. Also nicht wie bei Chromagan, das dann 14 Tage Zement aushärten und dann langsam bewegen, sondern Keramik kriegst du eingesetzt und kannst nächsten Tag aufstehen. Und die haben ihn nächsten Tag aufstehen lassen. Und nach einem halben Jahr konnte er nicht mehr laufen. Und hier, nun war das so, dass sich später herausstellte, die hatten kein Keramikgelenk in seiner Größe da und haben ein Chromagangelenk von einem anderen Hersteller eingesetzt. Okay. Und hier, ich sag mal, ab 74 hatte ihn der Schmerz bei der Arbeit gestört und 93 musste er den Betrieb abgeben, weil er körperlich nicht mehr in der Lage war. Geistig ein vollpfiffiger Mensch, auch heute noch. Ich freue mich, dass es ihn gibt an meiner Seite und der Austausch basiert jetzt besser als vorher. Mit 16 sieht man die Eltern ja deutlich kritischer als mit 40.
Und hier, ich sag mal ganz vorsichtig, dadurch, dass mein Vater auch bei diesen Gesprächen, wo wir uns getroffen haben, wie wir was auflösen und wie wir das weitergestalten wollen und so, es ist familiär. Es ist aber jetzt so schön, sag ich mal, dass wir anschließend wieder gemeinsam zum Geburtstag meiner Eltern oder wenn meine Kinder oder wenn bei meinem Bruder Geburtstag auf dem Hof ist, dann treffen wir uns alle wieder gemeinsam. Das war zwischendurch nicht ganz so einfach. Das glaube ich sofort. Ja, das ist sicher nicht einfach. Da gibt es irgendwann mal Phasen, ja, wo es dann auch menschelt, ja, sagt man bei uns. Aber wenn man das dann schafft, dass es irgendwann wieder in Anführungszeichen normal ist, ja, dann finde ich das schon eine sehr große Leistung, das hinzubekommen. Ja, das ist aus meiner Sicht nicht selbstverständlich. Mein Umfeld denkt immer, Landwirtschaft wäre mein Leben. Aber um diese Bindung in der Familie aufrechtzuerhalten, dafür hätte ich auch Landwirtschaft aufgegeben, das glaubt man. Ja, soweit kenne ich dich heute. Ja, und das sind auch ein Stück weit Parallelen zu meinem Prozess. Ja, das, wo ich irgendwann auch gesagt habe, okay, hat mir auch in anderen Podcast-Folgen schon, ja, wenn ich einfach so weitergemacht hätte, dann wäre ich vielleicht nach außen hin erfolgreich gewesen als Landwirt. Aber die Familie wäre heute so nicht mehr da. Und auch die Bindung in der Familie wäre beim Weitem nicht so. Ja. Und da muss man sich dann auch irgendwann die Frage stellen, was ist mir wichtig, so wie du es ja auch gemacht hast. Und das, wir haben das in diesen verschiedenen Podcasts so oft gehabt, dieses Thema, ja, was will ich als Mensch eigentlich in meinem Leben haben? Ja. Und das, ja, aber das meine ich ja, das weiß ich ja eben nicht. Ich weiß immer genau, was ich nicht mehr will. Ich gehe ja offen in den Tag, aber ich kann nicht sagen, ich will morgen XY. Ich weiß aber, wenn ich reflektiere und zurückblicke, das will ich nicht mehr. Also muss ich neue Wege suchen und das ist der Antrieb. Ja, die gehe ich vielleicht ein bisschen anders. Ich versuche es zu wissen, wo ich hin will. Ja, versuchst du bestimmt auch, ja, aber vielleicht ist es am Stück weit bei mir heute auch ähnlich, dass du weißt, okay, das, was ich jetzt die letzten 51 Jahre gemacht habe, ich weiß ganz genau, was ich nicht mehr möchte. Ja, wenn ich so verstehe, ja, dann. Wenn man zu dieser Unternehmerschulung hingeht, dann kriegt man irgendwann mal erklärt, wie die Amerikaner zum Mond geflogen sind. Die haben ja nicht gesagt, wir fliegen 1969 zum Mond, sondern die haben gesagt, wir planen die Mondlandung. Und dann gibt es keine Parabel, sondern es gibt immer kleine Schritte, die sich zu einer Parabel fügen, bis zu dem Ergebnis. Und mittlerweile habe ich den Ruf, dass nichts unmöglich ist. Also ich habe mir jetzt meinetwegen August 2023 als Beispiel 2 Wasserbüffel gekauft. Wollte ich immer schon mal. So, will ich haben. Ja. Habe ich jetzt gekauft. Ich habe ein paar Schwarzbunte verkauft. Und habe dann ein paar mehr verkauft und habe mir 2 Wasserbüffel gekauft. Und jetzt fragen manche Leute, was willst du mit einem Wasserbüffel? Wasserbüffel, Mozzarella oder was? Käse fehlt ja noch in dem Bereich. Und dann sage ich, nee, 2 Wasserbüffel, da kannst du keine Käseschiene mit aufbauen. Ich werde die einfach in der gemischten Herde melken und ich will die reiten. Und dann gibt es viele Leute, die lachen, aber keiner, der mich anguckt, glaubt nicht, dass ich nicht genauso das auch machen werde. Ja, ich auch nicht. Definitiv nicht. Ja, jetzt sind wir irgendwie komplett anders wie das, was wir den ganzen Tag telefonisch und im Vorgespräch besprochen haben. Aber ja, sehr nachdenklich und wir können draufhauen. Wir können von Politik über Wolf bis hin zu Bildungssystem. Das kommt dann auch noch mit Sicherheit. Aber noch trinke ich Milch. Wenn ich beim Wein bin, wird es schlimmer. Genau, also was hier vor mir steht, ist ein Glas Milch und ein Glas Weißwein. Das ist die Mischung. Respekt. Daran merkt man, dass Milchbauer vor einem sitzt. Ja, das kann ich nicht. Ich kann es nicht, aber extrem spannend. Ja, wir kommen mit Sicherheit irgendwann nochmal zurück zum Betrieblichen. Bekannt bist du aber sicher auch dem einen oder anderen oder der ein oder anderen als Mitglied im Bundesvorstand des BDM, des Bundesbeirat. Bundesbeirat. Und okay. Landesvorsitzender Niedersachsen. Die haben mich gewählt, ich darf das machen.
Alles klar. Und deswegen bist du heute hier, weil du fährst morgen früh. Ich will dich noch davon abhalten, dass du heute Nacht noch fährst, nach Guxhagen bei Kassel, nachdem du heute schon die 700 Kilometer hier runtergefahren bist. Ja. Deswegen jetzt dieser kleine Umweg über Schwäbisch Hall. Ja. Komplett irre. Ja, und da ist halt morgen Beiratssitzung. Ja. Ja. Wie oft trefft ihr euch da? 11-mal im Jahr. Das ist einfach so der Austausch zwischen, wir haben viele von den Landesvorständen in dem Beirat und hier der Vorstand, der auf Bundesebene agiert, hat halt die Möglichkeit, im Bundesbeirat Themen abzufragen, Themen anzusprechen, Rückhalt abzuholen, Unterstützung abzuholen, Zustimmung, Widerspruch, einfach eben aus den Ländern. Und Cuxhagen ist halt die Mitte von Deutschland. Ja. Und hier, das ist immer eine Sache, die Hinfahrt allein ist schön, weil du mit 2-3 Mann im Auto sitzt und dann dich austauschen kannst. Das ist ja so, das Ehrenamt bietet ja immer viel mehr als nur das Wissen, was einem übergestülpt wird. Es ist ja auch vieles, was man im Ehrenamt erlebt, von Politikern bis hin zu Berufskollegen, bis zu den Familien der Berufskollegen. Es ist schön. Ein Ehrenamt ist immer schön und Antrieb für viele Dinge. Wie lange bist du schon aktiv beim BDM? Ach, da bin ich spät zugestoßen. 2017. Ich bin eingetreten, als er damals gegründet ist, war damals aber noch für die unterste Schiene des Bauernverbandes in unserer Region, also für den Zweigverein Krummhörn. Hatte mich da im Vorstand organisiert, da bin ich irgendwie so reingerutscht, einfach weil diese Themenvielfalt für mich sehr interessant ist. Gucke mich, ich war damals im Landjugendvorstand und ich habe irgendwie die ganz klassische Karriere durchgezogen. Ja. Und 2015 wollte ich weniger machen im Ehrenamt und habe dann beim Bauernverband aufgehört. Und 2017 wurde ich gefragt, ob ich nicht hier mit nach Berlin möchte. Einfach, sie wollten jemanden haben, der seine Zahlen kennt. So, und Zahlen kann ich. Hm. Und dann bin ich mitgegangen zum Argumentieren. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. So ein bisschen auf Augenhöhe, so ein bisschen mit Austausch, mit der Politik, mit der Presse. Schien mir nicht ganz sinnlos und da habe ich gedacht, dann fängst du mal wieder was Neues an. Hab mir in der Familie so ein bisschen Rückhalt abgeholt oder vorsichtig angedeutet, dass da noch was kommen könnte. Ja, und dann kam eins das andere. Es ist schön. Ja. Ja, ist ja auch wichtig, dass es Leute gibt, die das machen. Ja, also ist ja letztendlich auch egal, wo, ja, wenn ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist. So wie ich in der Kommunalpolitik aktiv bin, wir haben öfter Austausch gehabt. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich nächstes Jahr aufhöre. Das Gefühl, man lässt sie alleine. Ja. Und das ist sehr leicht. Komm, ich habe für die Kommunalpolitik jahrelang kandidiert, für eine christliche Partei bei uns in der Region. Aber aus der Partei bin ich dann ausgetreten, als ich in die Verbandspolitik gegangen bin, 2017. Weil ich immer dieses Verflechten von Parteipolitik und Verbandspolitik, das sehe ich immer sehr viel kritischer als viele anderen. Und dann wollte ich das zumindest vorleben. Ja. Nee, Hut ab. Ja. Finde ich genauso wichtig. Ja. Und ja. Du hast heute mal irgendwann beim Telefonat gesagt, 8 bis 10 Ehrenämter. Was ist da noch alles aus? Nein, ich hab abgeschmolzen. Meine Frau hat dann im schulischen Bereich sehr viel übernommen. Ja. Komm, das fängt an. Erstmal kommst du in den Vorstand von einem Förderverein einer Grundschule. So, damit fängt das an. Dann gehst du meinetwegen auf Gemeindeebene zu den Gesprächen. Und hast dann Posten zu vergeben und du bist ja sowieso schon da. Hm. So, dann hast du noch wieder einen. Da machst du einen Hegeringsvorsitz. Oder du machst den Vorsitz von der Jagdgenossenschaft. Und bevor du es merkst, machst du das alles auf einmal. Und dann kannst du noch irgendwie so Wattenjagdaufseher. Also wenn irgendwie in Borkum jetzt ein verwaister Heuler angetrieben wird oder gefunden wird und der wird mit der Fähre nach Emmen gebracht, dann bin ich einer, der da stolz drauf ist, dass die Seehund-Aufzuchtstation in Norddeich einen anruft und sagt, kannst du uns bitte den Seehund bringen? Und das mache ich gerne. Hm. So, und es sind halt so ein paar Ämter,
dann bist du plötzlich Schulelternrat oder erstmal Klassenelternrat, Schulelternrat. Und dann plötzlich guckst du dich um und dann versprichst du deiner Frau, nächstes Jahr wird das besser, du machst die Ehrenämter im einstelligen Bereich. So, und dann schmelzt du ab und dann geht deine Frau zu den Schulversammlungen und plötzlich ist sie Elternratssprecherin oder Schulelternratssprecherin und so. Und dann verteilt man das in der Familie. Dann macht das wieder Spaß und der Austausch besteht trotzdem. Ist auch wichtig, ja, dass beide Partner da ein bisschen ihre Aufgaben haben, ja, denke ich. Wenn es sehr einseitig ist, der eine Partner nur das Anhängsel ist, von dem der überall ist oder die überall ist, gibt es ja auch. Es gibt keine Frau von Peter oder es gibt keine Peters Frau. Es gibt eine Frauke an meiner Seite. Ja. Und das sollte jeder wissen. Also wenn ich irgendwo auftauche oder wenn ich mit Frauke irgendwo hingehe, dann bin ich nicht Fraukes Mann, sondern ich bin Peter. Und ich finde es sehr, Frauke ist ja meine Region zugezogen, sage ich mal vorsichtig. Die kommt gebürtig knapp 20 Kilometer entfernt. Aber ist halt eine Städterin. Ne? Das ist ja schon verwerflich. Und dann aus dem Bankbereich, das hat sie damals gemacht. Jetzt ist sie mittlerweile in der Krummhörn fast bekannter als ich. Durch ihren Laden, durch ihr Auftreten, durch diese Vernetzung mit den, was weiß ich, Museum von der Pevsumer Burg oder wie auch immer. Aber sie ist eigenständig. Und das ist einfach das Schöne, dass man nebeneinander, miteinander. Nee, super. Da sind wir noch ein bisschen entfernt davon. Muss ich sagen. Ich finde es dann auch immer wieder enttäuschend, wenn Leute, die mich duzen, dann immer meine Frau sitzen, wo ich dann sage, hey, entweder duzen wir uns beide. Ja, ja, merkt ihr noch was? Ja, das ist so gaga, ja. Oder, ja. So ein bisschen das Anhängsel, das will ich gar nicht, ja, aber das passiert leider im Alltag viel zu oft noch. Ja. Ich glänze lieber in der Sonne meiner Frau, als dass ich ein bisschen Schatten auf sie werfe, dass ich vorher da war. Der ist gut, ja. Sehr gut. Ja, cool. Ja, jetzt haben wir so mal den Rundumschlag gemacht, was Peter Habener so alles treibt. Ja, und so haben wir ins Eingemachte gehen. Die Spiele sind eröffnet. Wo fangen wir an? Noch habe ich Milch. Landwirtschaftliche Märkte, Landwirtschaftspolitik. Landwirtschaftspolitik. Ja. Es ist für mich paradox, dass in einer Schule bis aus Gramm genau mit Apothekerspatel Mineralfutter milchleistungsgerecht zugeteilt wird, aber Vermarktung meines Wissens nach einzig und allein im Weinbau den Landwirtschaftsschülern nahegebracht wird. Wir wissen, wenn wir ein Pflanzenschutzmittel im Getreideanbau ausbringen, dass wir meinetwegen in einem Liter nur 183 Gramm Wirkstoff haben. Und wenn wir 1,5 Liter auf 10.000 Quadratmeter verteilen, wir wissen alles. Wir wissen, wie viel Pflanzen auf dem Quadratmeter, wie viel Gramm. Wir können Düngernährstoffe bis aufs FF. Wenn wir durch die Prüfung durch sind, dann ist dieser Spruch Bio in Chemie lernt der Bauer nie hinfällig. Vermarktung ist so, wir schreiben keine Rechnung. Wenn ich Rinder an meinen Zuchtverband vergebe oder an meinen privaten Viehhändler an meiner Seite, die Abrechnung schreibt mein Händler, ich nicht. Wenn ich Getreide abliefer, die Abrechnung schreibt der Landhandel, nicht ich. Und wenn ich Milch abliefere, die Abrechnung schreibt meine Molkerei, nicht ich. Und wenn wir über Landwirtschaft und über Markt und Augenhöhe und Respekt und miteinander anstatt gegeneinander oder profitieren auf dem Rücken anderer, dann meine ich, dass da ein Ungleichgewicht herrscht und vielfach wird das genutzt und dann wird meinetwegen gesagt, Peter ist beim BDM, der will die Molkereien zerstören. Nein, ich möchte mit den Molkereien gemeinsam einen Markt bedienen, den wir auch nachhaltig, das oft vergewaltigste Wort in Deutschland schlechthin, auch längerfristig gemeinsam bedienen können. Das heißt nicht, dass wir an jedem Liter immer irgendwie Gewinn fahren müssen. Es heißt nur, dass die Durchstrecken nicht immer die positiven Strecken überwiegen dürfen. Und das ist so eine Sache,
Da erwarte ich auch ein bisschen Engagement von meinen Berufskollegen. Insofern, wenn ich 250 oder 2000 oder 3000 Kühe oder 25 Kühe oder 63 Kühe nutze, indem ich mit denen arbeite und die pflege und mich um das Wohlergehen kümmere, warum kümmere ich mich nicht um mein Wohlergehen und alleine mal so diesen Artikel 148? Alleine das ist ein Steinchen im Mosaik. Das ist nicht der Schlüssel zu Weisheit und Reichtum, sondern es ist ein Steinchen im Mosaik. Und der besagt zum Beispiel, dass man eine bestimmte Menge über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Preis anbietet oder abgenommen bekommt oder wie auch immer. Und da weigern sich alle vor wie der Teufel vorm Weihwasser. Und das ist für mich völlig unverständlich, wenn ich in den Branchen sehe, ich habe einen Berufskollegen, der macht Bio-Eier. Der hat ganz klar mit seinem Händler abgemacht, dass er so und so viel Eier zu liefern hat, in dem und dem Zeitraum, und das ist sein Erlös. Der kann jetzt nicht heimlich nochmal seinen Stall abschleppen oder noch einen Wintergarten davor setzen und noch eben 300 Hühner mehr. Der hat einen Vertrag. Und das hat der Händler mit ihm abgesprochen, so wie der Markt das annimmt. So, ich meine, wenn man Biogas produziert, hat man ganz klar eine Einspeisevergütung auf so und so viel kW. Und egal wo es ist, wenn man Hähnchen mästet oder Enten hält oder was auch immer, es gibt diese Absprachen. Das ist nichts mit Kartell, das ist gar nichts. Das ist ein Steinchen im Mosaik. Und wenn ich überlege, dass es heute nicht mal mehr ausreicht, ob du ein guter Landwirt bist oder ein schlechter Landwirt bist, so wie das in der Öffentlichkeit gesehen oder von der Politik gesprochen wird, sondern wenn ich sehe, dass alleine der Vorteil, den deine Eltern vielleicht gehabt haben, weil sie in einer Molkerei Mitglied oder Genosse werden konnten, und dieser Vorteil, der über einen Zeitraum von 4 oder 6 Monaten für einen Liter Milch 6 oder 8 oder 4 Cent mehr gibt, dann ist es zwar schön, wenn dein Futter gut gewonnen wird, und dann ist es schön, wenn du deinen Melkstand bezahlt hast von 1976 und der immer noch funktioniert und nur noch repariert werden muss, weil irgendwann hörst du ja auf. Das ist alles toll und prima. Nur diese Entscheidungen alleine beeinflussen alles. Und wenn wir dann in die Politik reingrätschen und überlegen sowas wie Tierwohl, also einen in unserem gemeinsamen Umfeld, nenne ich jetzt mal frei erfunden, sage ich mal Björn, der ist vielleicht noch jünger als ich. Wenn ich jetzt einen Tierwohlstandard umsetzen möchte und ich weiß nicht, ob meine Kinder den Hof weiter bewirtschaften würden wollen, dann kann er ja diesen Tierwohlstandard bei sich umsetzen und länger finanzieren als ich. Also heißt es nicht, dass er ein besserer oder ein schlechterer Landwirt oder ich ein besserer oder schlechterer Landwirt bin. Er hat halt die Gunst der späten Geburt und kann länger finanzieren. Und somit müsste mein Milchpreis ja schon mal höher sein als seiner. Und das alleine, wenn ich heute in einer Diskussion bin und ich stehe auf und sage, ich brauche meinetwegen für einen kostendeckenden oder vollkostendeckenden oder wie auch immer, für einen angemessenen Preis brauche ich Summe X, dann findest du bei 120 Leuten im Saal garantiert einen, der aufsteht und dann losschreit und sagt, wie, so schlecht bist du? Was machst du falsch? Ja. Ich kann das für 4 Cent weniger. Genau. Und dann denke ich, danke, mein Schatz. Du hast einen Leichtbaustall, meinetwegen Kofetten, du hast, egal was du hast, ich habe einen Stall, den muss ich unter Denkmalschutz erstellen, weil mein Flurstück unter Denkmalschutz ist. Das heißt, ich darf keine Schwarzerlen pflanzen, ich darf keine Birken pflanzen, ich muss marschtypische Gewächse in meinem Hof haben, ich darf keinen Hofladen in einer Blockhütte vor den Hof stellen, es sei denn, ich packe den auf einer Achse und mache den mobil, ich muss das mit Backsteinen erstellen. So, und diese ganzen Besonderheiten eines jeden Standorts. Es ist nicht an uns, über unsere Berufskollegen zu urteilen. Es ist für uns wichtig, dass wir die Berufskollegen mitnehmen. Und das ist die Kunst, die ich im Moment vermisse. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Wir hatten heute Mittag ein Telefonat, das hast du diesen Aspekt mir genannt. Und ja, ich habe da eigentlich nie drüber nachgedacht, aber ich
bin ja im Moment selber an dem Punkt jetzt mit der Biogasanlage. Ja? Wenn ich jetzt investiere mit 51, gehe ich in eine neue Vergütungsperiode von 20 Jahren. Dann bin ich 71. Dann, das muss ich mir einfach klar machen. Will ich das? Will ich wirklich so lang hier gebunden sein? Vielleicht will deine Frau das. Dann hat sie die ersten 6 Jahre eine Rente, echt ein schönes Leben, weil du noch beschäftigt bist. Ja. Sie schaut noch nicht ganz danach aus. Ehrlich gesagt, ja. Aber da ist einfach was dran, ja. Und das ist ja genau das, was dann diesen, in Anführungszeichen, Strukturwandel immer anheizt. Solche Dinge, ja. Wenn wir gesetzliche Vorgaben verändern, dann gehen die raus, wo die Hofnachfolge nicht geklärt ist. Vielleicht wäre trotzdem jemand eingestiegen, aber die dann einfach sagen, okay, da ich investiere nicht mehr in diesen kurzen Zeitraum, ja, weil die Preise dafür, so wie du es gerade geschildert hast, nicht passen, ja, für diesen kurzen Zeitraum. Ja. Und da ist was dran und ja, deswegen auch. Vielleicht hören die deshalb auch dann eben 4, 5 Jahre eher auf, wenn die jetzt an der Überlegung sind zu investieren und die Nachfolge ist unsicher. Guck mal, als ich 88 in die Lehre kam, da hat jeder gesagt, er macht Papas Hof weiter. So, das läuft. Das ist so. Das hat Großvater so mockt, das hat. Nee, das ist mir Vetter war auch Bauer und das. Nein. Landwirtschaft war damals auf dem Land, in der Region, immer noch ein sehr guter Arbeitgeber. Sicherlich gibt es irgendwelche Geschichten von vor über 80 Jahren, dass man die Flüchtlinge ausgenutzt hat, weil man gegen Lebensmittel, die man eintauschen konnte, den Flüchtlingen irgendwie wertvolle Familienbesitz und ähnliches. Es gibt überall irgendwie irgendwas, irgendwo Schlechtes. Wichtig ist für uns doch nicht, was war. Wichtig ist für uns doch, das besser zu machen. So, und wenn wir von 80er Jahren zu jetzt schauen, und ich habe jetzt meinetwegen Berufskollegen, die sagen auch gegenüber der Politik, kümmert euch nicht um uns, lasst uns so weitermachen, wir wissen schon, was wir machen. So, das geht um Gewässerrandstreifen, das geht um Düngerauflagen, das geht um rote Gebiete, das geht um, ungesetzt der Tatsache, dass ich das mit den roten Gebieten komplett nicht verstehe, nach welchen Aspekten die berufen werden. Okay. Es ist für mich wie Würfeln auf der Deutschlandkarte und wo der Würfel hinfällt, da ist plötzlich rotes Gebiet. Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Auf einer Bewirtschaftungsweise her nicht. Es ist für mich der falsche Ansatz, als Landwirt mich dahinzustellen und zu sagen, Politik, halt dich raus. Wir machen so wie weiter wie immer, weil wir können das, verlass dich drauf. Wir schaffen Lebensmittel, wir sorgen gegen einen Versorgungsengpass. Wir sorgen. Das sehe ich nicht so, weil meine Betrachtung geht dahin, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren den stärksten Strukturwandel in der Landwirtschaft überhaupt gehabt. Als ich 93 anfing, hatten wir knapp über 280 bis 300.000 milchviehhaltende Betriebe in Deutschland. Und hier jetzt kräpseln wir irgendwie bei 50.000. Schlimmer kann man es nicht auf den Punkt bringen. Und das ist so, da können wir alles mit reinbringen. Wenn wir über Insektensterben reden, dann können wir natürlich von Landwirtschaft ablenken und können sagen, es gibt ein Netz im Mobilfunkbereich, es gibt, was weiß ich, Pflanzenschutzmittel mit Nikotininhalt, die sorgen für ein Sättigungsgefühl der Insekten und die verhungern dann dabei und die Vögel, die das fressen, verhungern auch und wir können immer auf die anderen zeigen, bloß man. Erziehung ist so, wenn ich mit dem Finger auf jemand anderen zeige, zeigen mindestens 3 Finger in meine Richtung. Und jetzt müssen wir uns vor Augen führen, wie schaffen wir es argumentativ, uns nicht schlechter zu stellen als meine Verwandtschaft. Ich habe zum Beispiel im Verwandtenbereich viele Leute, die auch in der Pflege tätig sind, egal ob Altenpflege oder im Krankenhaus oder beim Arzt. Und wenn ich sehe, was die in den letzten Jahren an Auflagen bekommen haben, wie kann ich mich als Landwirt hinstellen und sagen, kümmert euch nicht um uns, wir können das schon. Weil dann würde ich mich ja als schlechter darstellen, als meine Verwandten und Bekannten, die jetzt die ganzen Auflagen da erfüllen müssen, die ächzen und stöhnen auch. Ich muss ja sehen, dass das, was ich habe. Ich sage mal ein lächerliches Beispiel. Früher war das so, in 80er Jahren, die Sauenhalter mit den schlechtesten Ferkelergebnissen waren die liquidesten. Weil im Dorf waren immer irgendwelche Leute, die haben im April ihr Auto nach draußen geschoben und haben im Autogarage eben Schwein gehangen.
So, das Schwein war in der Autogarage bis ungefähr Wintereinbruch. Diese Leute haben dann irgendwann zum Winter hin, wenn es kälter wurde, die Sau an die Leiter gehangen, schönes Schlachtfest mit Nachbarn, alles wunderbar. Haben den Mist aus der Autogarage rausgeholt, haben das bei ihnen im eigenen Garten, Gemüseanbau und tralala und dies und das. Und wir hatten in den Dörfern eine lebende Kultur, auch an Insekten, auch an Singvögeln, auch durch diese Humusdarstellung in diesen. Heute wäre diese Tierhaltung in der Siedlung gar nicht mehr möglich, schon allein du hast keine Mistlagerplatz, du hast keinen Jaucheauffangplatz, du darfst nicht mal bei dir zu Hause ein Schwein schlachten, Kaninchen vielleicht noch und dann später, wenn die Nachbarn das nicht sehen, was weiß ich, wo gehst du hin mit den Abfällen, die nicht verwertet werden und tralali und tralala. Dieser Wandel in der Gesellschaft, dass keiner mehr Gemüse bei sich im Garten anbringt, sondern Mähroboter, was weiß ich, 400 Quadratmeter auf Golfreisen Qualität hält. Das sorgt natürlich auch für einen Wandel in der Insektenvielfalt. Ob ich jetzt der Einzige bin in der Region, der glaubt, dass er das aufhalten kann durch die Bewirtschaftungsform in seinem Betrieb und dies und das oder Ackerrandstreifen oder Blühprogramme oder... Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, die Schuld den Landwirten vor die Füße zu werfen und zu sagen, ihr seid schuld, sondern es geht auch für meine Mitmenschen, egal ob die im mechanischen Bereich, im handwerklichen Bereich, im, was weiß ich, Verwaltungsbereich. Es geht auch darum, mein Umfeld mit darauf zu sensibilisieren. Es geht nicht um die Schuld, es geht immer nur um die Mitverantwortung. Und was kann ich tun als Einzelner? Was kann ich tun, um meinen Beitrag in der Gesellschaft zu bringen, um wieder einen Zustand herzustellen oder zurückzugewinnen, den jeder angeblich will. Ja, das war ein sehr guter Satz mit dieser Selbstverantwortung. Ja, das vermisse ich leider auch sehr oft. Ja. Und wir haben so ein bisschen als Gesellschaft mittlerweile so eine Erwartungshaltung, ja, alle müssen was für mich tun. Oder die Beispiele, die du genannt hast aus der Landwirtschaft, die sollen nichts tun, ja, sollen uns einfach in Ruhe lassen. Ist aus meiner Sicht genauso Quatsch, ja. Jeder kann was tun. Und wenn jeder was tut, wird es heute nicht so aussehen, wie es zum Teil aussieht draußen, ja. Und, das einzig Beständige ist der Wandel. Genau. Hat mir mein Großvater schon gesagt. Ja, kommt auch daher, von meiner Großmutter, ja. Kannten die sich? Wahrscheinlich nicht, auch wenn er in Finnland im Krieg war, aber ich glaube nicht, dass er da in der Krummhörn vorbeigekommen ist. Ja, nee, das ist so, ja. Und mein Vater hat immer gesagt, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Richtig. Ja. Ist auch so ein flapsiger Spruch, aber da ist was dran, ja. Entweder du passt dich an oder du, ja, wir diskutieren ja auch über Pflanzenbau und so Sachen, ja, auch mal ganz, ganz praktische Dinge, ja, wie können wir Dinge angehen, ja. Wir haben jetzt heute 11. Oktober, es ist knochentrocken, obwohl wir im August 200 mm Regen hatten. Wir bekommen Getreidebestände nicht etabliert, weil es nicht aufläuft, hier bei uns im Süden, ihr kommt nicht auf die Flächen zu mähen, weil es zu nass ist. Ja, wir kommen auch nicht aus dem Seen. Im Juli hatten wir 180 mm Niederschlag und wir haben in Emden die Wetterwarte beim Hafen. Wir hatten bis Ende Juli 570 mm Niederschlag in Form von Regen in dem Jahr und davon 180 im Juli. So, und im Moment, es nieselt und stürmt. Also Bitcoin sagen wie immer, die Freten mit 5 Mulen. Also die machen mit 4 Hufen und mit einem Maul das Gras kaputt. Und hier beim Ackerbau ist es so, was wir bei uns an Verdichtungen jetzt schaffen, es ist ja so, wir haben einen Wandel in der Witterung auch festzustellen bei uns. Und im Moment ist es so, es werden technische Lösungen geboten. Ja. Massiv. Egal ob Niederdruckreifen mit 0,2, 0,4 Bar und dann 1 Meter breit und tralala und Auflagefläche und hurra. Oder egal ob Raupen oder sonst was. Wir bekämpfen nicht die Ursache, sondern wir schaffen Lösungen. So, und dann, wenn ich in die Liquidität vieler Betriebe schaue, ist diese Lösung auch noch schwer erkauft. Und wenn wir uns dann Gedanken machen, ich habe bei mir in der Nachbarschaft einen Betrieb, der ist 1900,
91, 92 auf Bioproduktion umgestiegen. Und da haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Der hat eine Ausschreibung gemacht fürs Pflügen. Damals noch mit dem Vierschar und tralala. Und in der Ausschreibung stand damals drin, meines Wissens, so hat der Lohnungsnehmer mir das dargelegt, unter jeden Körper ein Tiefenlockerer einzubauen. Und da haben sich alle lustig gemacht. Den Flug kannst du nicht mehr auf den Boden stellen, da brechen ja die Dornen ab und tralala. Zwei Schichten Flug, ja. Ja, richtig. So. Und ich denke, wenn wir jetzt nicht Bio gegen konventionell und dies und das, wenn wir das nicht gegeneinander aufbauen, sondern wenn wir sagen, was können wir übernehmen? Dieses flache Mischen und dieses tiefe Lockern, auch das tut vielen Böden gut. Und wenn wir Staunässe haben, können wir natürlich 1,20 Meter einen Teller nehmen, der da die Erde durchschlitzt und dann hat man die Oberflächenentwässerung in schmalen Schlitzen, dann kann man da drüber fahren, ohne dass das Spritzgestänge hinten von dem Trecker abfällt. Ich habe ja die Aufbaupflanzenschutzspritze bei mir auf dem Schlepper. Hm. Okay, ist im Moment arbeitslos, aber ich habe sie damals mit dem Trecker gekauft. Ja. Und hier, ich schaffe überall eine technische Lösung für. Aber wir haben ja die oft beklagte Biodiversität, die uns fehlt. Die fehlt aber auch in der Landwirtschaft. Wir haben keine Fruchtfolge mehr. Warum haben wir keine Fruchtfolge mehr? Bei uns zum Beispiel hat sich in 80er Jahren die Qualitätsweizenerzeugergemeinschaft gegründet. Und es war doch wunderschön, du konntest 30 Jahre lang in Monokultur Weizen. Und wenn du eine Fruchtfolge haben wolltest, dann hast du einmal einen Kanzler, einmal einen Rektor, einmal einen Sleitner, einmal Pepital. So, aber du hast ja nicht die Grundform geändert, sondern du hast die Sorte geändert. Und da sind die Vermarktungsstrukturen für. Und da sind auch die Kornsilos für. Und da sind auch die Landhändler für. So, jetzt komm doch mal mit irgendwie sowas Exotischem wie Dinkel. Was ist das? Wer will das? Und kann man das essen? Oder komm mal mit sowas wie Leinsamen oder Leindotter. Oder was wir kennen bei uns in der Krummhörn ist ganz klar Raps. Es gibt ja dieses Ostfriesenlied von wegen und wo die Nordseewellen trecken an die Strand und wo die Gelblömen bläuen. Eigentlich kommt das aus Schleswig-Holstein. Das meint die Rapsfelder in Schleswig-Holstein, das Lied. Aber wir haben das ja nur für uns als Nationalhymne. Und wenn du bei uns fährst, wenn die Kastanien blühen, es ist protzig gelb. Es ist wunderschön. Und die Bienen, die summen wie doof. Hm. Und dann kommen irgendwelche Theoretiker und sagen, die Landwirte haben die falschen chemischen Mittel. Die Bienen sind orientierungslos. Die finden nicht zurück zum Stock und dies und das. Und ich habe einen Imker bei mir im Bekanntenkreis. Und der ist mit mir hingegangen und hat dann 10 Meter, 15 Meter vor dem Bienenstock die Bienen, die auf dem Boden liegen, aufgesammelt und hat die in einem Korb im Auto gehabt, damit die wieder warm wurden und hat die wieder fliegen lassen. Und dann sind die wieder zum Stock geflogen. Und der Witz ist nämlich, wir haben teilweise im Frühjahr so kalte Temperaturen, wenn der Raps blüht, dass die Bienen ausschwärmen und auch voll bepackt nicht warm genug sind, um bis zum Bienenstock zurückzukommen. Und dann geht es nicht drum, sich zu überlegen, wer ist schuld und ist das Pflanzenschutz oder ist das ein chemisches oder ist das, was weiß ich, für ein menschliches Versagen, sondern es ist erstmal wichtig, dass wir uns sensibel machen für die tatsächlichen Probleme, die da auf uns zukommen. Und da spielt dann auch zum Beispiel sowas vielleicht wie Klimawandel ein Faktor. Ja, ist so. Ja. Und dass man dann nicht versucht, wirklich die Ursache zu finden und dann an Lösungen zu arbeiten, sondern zu sagen, der ist schuld. Ja, ja. Das ist das Einfachste, was geht. Das ist dann immer so Totschlagargument für viele Sachen. Ja, du bist schuld. Und damit hast du eigentlich gar keine Verhandlungsposition mehr. Und du hast ja auch zu Beginn gesagt, du bist jemand, der verbinden möchte, der die Leute ins Gespräch bringen möchte. Ja. Und solche Dinge, ich meine, das liegt mir ja auch am Herzen. Wir hatten jetzt hier gestern eine Vorführung Insektenschonendes Mähen von Straßenbegleitgrün. Ja, da war die Stadt da war der Landkreis da. Ich sitze halt in beiden Gremien, ja, deswegen kommen die dann auch, wenn ich einlade. Ja. Das ist als einfacher Landwirt schon mal viel schwieriger. Ja, aber zu sagen, okay, ich suche jetzt hier eine Lösung, wie ich vielleicht an gutes Material für meine Biogasanlage komme, die niemand wehtut, die keinem eine Hektar Fläche wegnimmt. Und wir machen auf der anderen Seite eine insektenschonende Maat. Wir fahren das Material ab, um die,
die Ackerränder oder die Straßenränder wieder auszumagern, weil das halt ein Problem ist durch dieses jahrzehntelange Mulchen. Also als ich, sagen wir, 80er Jahre war das noch üblicher, das abzusaugen. Ja. Und da war es auch so, die vom Werkhof kommen, die haben gesagt, ja, das ist alles viel zu viel Aufwand. Und ich habe mir die Technik vorher angeschaut und ich habe gesagt, das ist das Erste, wo ich sage, okay, das wäre für mich als Landwirt eine praktikable Lösung, wo ich denke, das bekommen die auch hin. Ja, und die sind dann nachher auch rausgegangen und haben gesagt, okay, das ist jetzt mal was ganz anderes wie das, was wir alles so angeboten bekommen. Wobei das eine Firma ist, die Kommunaltechnik macht, aber das ist halt jetzt ganz neu. Und da war es dann einfach nach so, okay, ja, wir haben jetzt eine Gesprächsbasis, ja, die wissen, die Biogasanlage hier sucht Material. Es gibt eine technische Lösung, die im Moment noch teuer ist, ja. Und es gibt einen geringen Mehraufwand, das ist das Aufsammeln und der Transport hierher. Das ist das Einzige, was ich mehr habe. Ich habe die gleiche Mähleistung, ja. Aber habe ich auch gesagt, auch dafür gibt es eine Lösung. Wenn das Mähgut passt, ja, ist es für mich auch interessant, um zu sagen, okay, die füllen ja keine 10 Hänger am Tag. Also wenn wir Mais häckseln, 9 in der Stunde, ja, sondern da geht es um maximal 2 Hänger pro Tag. Das ist alles machbar, wenn ein Wille da ist. Und das ist halt ein Prozess, der braucht Zeit. Aber wenn du nicht ins Gespräch kommst und auch nicht versuchst, Lösungen anzubieten, auch wenn das vielleicht im ersten Moment nicht passt. Aber das ist, glaube ich, das, was wir auch als Landwirte oft vergessen. Ja, wir gehen ja, egal was ist, auch sehr schnell in eine Verteidigungshaltung gegenüber der Gesellschaft oder unserer Mitbevölkerung. Ja. Da müssen wir ein bisschen raus. Ja. Wir müssen einfach auch zeigen, was wir tun, was wir Gutes tun und aber auch selbstkritisch. Das ist das, was aus meiner Sicht oft fehlt, die Selbstkritik, zu sagen, okay, wir haben da und da Baustellen, da können wir besser werden. Und das ist, was du vorhin gesagt hast, ja, zu sagen, lasst uns in Ruhe, wir können das alles. Das ist einfach arrogant, das ist dumm frech, sage ich mal, provokant, ja, das zu sagen, weil es gibt niemanden, der von sich sagen kann, er weiß schon alles und er kann schon alles. Jede kann besser werden. Ja. So jetzt mal als Statement. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige und das vielleicht auch für heute in diesem Podcast ein bisschen auch, vielleicht können wir es noch ein bisschen rausarbeiten, ja, was wir besser machen können. Ja, du hast ganz vieles schon gesagt. Was liegt dir am Herzen? Wo denkst du, dass aktuell die Landwirtschaft dran arbeiten sollte, gemeinsam mit der Gesellschaft oder mit der Bevölkerung, wo wir besser werden können, wenn wir miteinander arbeiten? Ich habe viele Sachen, die für mich jetzt, die neu auf mich einprasseln. So, aktuell jetzt. Ich habe in der Nähe von Bonn einen sehr extensiv wirtschaftenden Demeter-Betrieb im Bekanntenkreis. Der hat die maximale Obergrenze der Phosphorwerte im Grundwasser. Wir hatten 2017, 2018 Dürreperioden. In der Hanglage sind die Bäume abgestorben, die Bäume verrotten. In diesem Verrottungsprozess ist jetzt auch Phosphor, was im Grundwasser eingetragen wird. Und hier, wir sollten weg von diesem Schema F denken. Wir können ihm ja nicht verbieten, mit einem Minimum an Stickstoff, was weiß ich, durch organischen Dünger oder Mulchen oder irgendeinen Eintrag, seine Kulturen am Leben zu erhalten, weil in seinem Umfeld die Bäume sterben. Dann ist sein Betrieb stillgelegt. Ja. So, das sind Sachen, wo ich komplett neu drauf gestoßen bin. Oder auch, wenn wir über Stickstoffeintragung durch Umwelteinflüsse reden. Es gibt einfach wunderschön ein AdBlue. AdBlue ist in meiner Verständnisart ein Harnstoff. So. Wir haben sowieso in den ganzen Analysen der Grundwasserverunreinigung minimalste, lapidarste Einträge aus der Landwirtschaft von den Ergebnissen, die ich auf Landesebene von der Parteien, die sie mir zugeben, erkennen kann. Wir haben Abrieb von Reifen, wir haben
Niederschläge durch, was weiß ich, Verbrennungsmotoren, die auf die Teerstraße fallen. Wir haben alles Mögliche, was durch die Randgräben und so weiter. Warum überlegen wir uns nicht, ob zum Beispiel auch mal die Schuldzuweisung und die Analyse der einzelnen Stoffe uns einfach den Horizont erweitern? Ohne dann ganz klar keinen Vorwurf draus zu machen, aber die Verbrennermotoren. Das ist Schwachsinn. Keiner will demnächst mit dem Pferd zur Schule. Keiner möchte mit dem Pferd aufs Land. Keiner möchte, wir wollen nicht das Rad zurückdrehen. Bloß wir müssen an Lösungen arbeiten. Und dafür gibt es, was weiß ich, wie in den letzten 20 Jahren erwießen, auf anderer Ebene, meinetwegen Rußpartikelfilter oder ähnliches. Und warum arbeiten wir dann nicht gemeinsam, anstatt an Vorwürfen? Also die Gesellschaft wird von mir herzlich eingeladen, ihre Probleme bei mir anzusprechen. Und ich trage sie auch gerne an die Politik, ich trage sie auch gerne an unterschiedliche Verbände, da bin ich nicht nur auf meinen Verband irgendwie eingeschränkt bezogen. Ich suche die Diskussion und den Austausch. Und das ist so, ich erwarte auch diesen Austausch von Verbänden. Ich habe vielfach das Problem, dass zum Beispiel, wenn wir über Ernährungsumstellung in der Gesellschaft reden, wenn jemand gerne vegetarisch sich ernähren oder vegan ernähren möchte, bitte, das ist ihm freigestellt, auch in meiner Familie gibt es Leute, die da, was weiß ich, laktoseintolerant oder sonst was, das ist dann halt so und da kann ja jeder Einzelne in der heutigen Gesellschaft sich so ernähren, wie er möchte. Bloß bitte macht da keinen Vorwurf drauf. Ich habe auf der einen Seite Leute, die sich pflanzenbasiert ernähren und das mit Tierleid oder sonstigen Sachen begründen. Zum Teil kann ich es verstehen und mittragen, zum Teil ist es für mich nicht nachvollziehbar, aber es ist ja deren Meinung. Und hier auf der anderen Seite, wenn jemand kommt und sagt, er ernährt sich mit Fleischersatzprodukten wegen CO2-Einsparung, dann habe ich Hochrechnungen, die mir ganz klar belegen, dass aktuell noch 80%, was weiß ich, Linsen, Erbsen, Bohnen aus dem nordamerikanischen, kanadischen Sektor kommen. Die werden mit Schwerölltankern hier rübergefahren. Und so wie mir das dargestellt wird, erst ab der EU-Außengrenze zählt der CO2-Fußabdruck. Und alles, was vorher ist. Und auch, dass zum Beispiel in diesen Ländern zweimal Roundup-Strategie. Erstmal wird Roundup ausgebracht, damit man einen klaren Tisch hat, wo man die Leguminose sehen kann. Und dann ist es so, damit man einen gleichzeitigen Erntezeitpunkt hat, wird unter Beachtung der Wartezeiten nochmal Roundup ausgebracht oder Glyphosat im allgemeinen Sprachgebrauch. Und dann wird das geerntet und das wird hier rübergebracht und wird hier dann gehypt als CO2-freundlich und nicht so klimaschädlich wie Kühe. Und dann denke ich mir, wenn ich die Rindviehhaltung beobachte, meinetwegen mit Weidehaltung, ihr habt hier Pferde am Hof laufen, die koten auf die Flächen. Es wird nicht vermengt mit hier dem Hahn, weil die das getrennt voneinander machen. Ja. Es kommt zu keiner chemischen Reaktion. Wir brauchen nicht über Lachgase oder sonst was sprechen. Es ist Dünger. Und es ist Insektenfutter. Und es ist Vielfalt. Und Leute, wir haben so viele Sachen, worüber wir uns freuen können. Warum müssen wir uns ständig, wenn wir uns begegnen, einfach erstmal mit der flachen Hand ins Gesicht schlagen? Wir sollten uns die Hand reichen und gemeinsam das feststellen, was gut ist. Und das verbessern, wo wir Potenzial haben. Und das ist, glaube ich, der Ansatz mit der Gesellschaft, in der Gesellschaft. Egal, ob das ein Sportverein ist, ob das eine Schulklasse ist, egal, wer auch immer. Wenn das ein mittelständischer Betrieb ist und der möchte mal einen Ausflug auf den Hof machen, wir können natürlich Frühstück, Such, Gast oder sonst was etablieren und wir können das rausbringen. Und vielfach habe ich das mitgestaltet, habe damit die Stände gemacht und außer Touristen kommen sicherlich irgendwelche Familienangehörigen von der Betriebsleiter und ich will das nicht schlecht reden. Berufskollegen. So, eben nicht gehen, eben kicken, wartet der an, ist das hier. So, und nein, es ist auch schön und man trifft da Leute, die man sonst höchstens zur Yacht trifft oder sonst was, die man einfach zu selten sieht. Ganz schnuckelig. Bloß warum
ist in der Vergangenheit diese Kluft zwischen, wenn ich bei mir im Hofladen Leute sehe, jeder Dritte, der kommt, der sagt, mein Opa oder mein Vater oder mein Onkel oder meine Mutter, jeder hat irgendwie mal in der Landwirtschaft geholfen. Und nicht alle sind sauer auf die Landwirte. Warum geht nicht ein mittelständischer Betrieb oder eine Schulklasse oder ein Kindergarten hin und sagt, kann ich mal den Hof betrachten? Und dann nicht einen Hof, nicht meinetwegen einen Biohof und den hochloben bis in den Klee. Und daneben ist ein konventioneller Hof und das ist ja einer mit Mineraldünger und Pflanzenschutz. Nein, es gibt ganz klar auch im Biobereich sicherlich Leute, wo man vorsichtiger drauf schauen sollte. Und es gibt auch im konventionellen Bereich Leute, die sind mehr Bio, als man sich das vorstellen kann. Es gibt nicht dieses Gut und Böse und Schlecht. Und es gibt die Vielfalt. Und die Vielfalt zu entdecken und die Vielfalt auch in der Gesellschaft zu respektieren, das meine ich, ist unsere Aufgabe, demnächst wieder nach außen zu gehen und den Leuten zu zeigen, es gibt diese Vielfalt und ja, wir mögen sie. Und diese Biodiversität, ihr habt früher schwäbisch-hellische Schweine gehabt. Das ist eine regionale Rasse. Es gibt ein Harzer Rind, es gibt Lagenfelder, es gibt in ganz Deutschland, es gibt ein Husumer Landschwein, es gibt überall in der Region die Rassen, die dort damals gebraucht. Und wir sehen das an der Jersey-Kuh. Eine Kuh, die pro Kilo Lebendgewicht mit die höchste Milchausbeute hat, gleich nach der Ziege, ist aber mit einer der niedrigst lebenden, milchleistenden Kühe, hat aber den Vorteil der sehr hohen Inhaltsstoffe. Die Jersey-Insel war dafür bekannt, die haben Butter gemacht, die haben Sahne gemacht, die haben Käse gemacht, die mussten es ja zum Festland transportieren. Die Kuh war genau da ideal. Und diese Biodiversität in den Haustierrassen, bei den Pferden sehen wir es noch, es gibt Holsteiner, es gibt Westfalen, es gibt Mecklenburger, es gibt Trakehner, wir haben die Hannoveraner, bei den Pferden haben wir es noch gelebt im Turniersport. So, und diese Biodiversität auch bei den Haustierrassen. Industrielle Landwirtschaft, die immer von allen so pauschalisiert und zu Tode gesprochen und verurteilt und so weiter. Es geht nicht um die Landwirte, es geht nicht um die Produktionsweise. Industrie heißt nur Gleichheit. Wir alle produzieren ein Produkt, was eins zu eins ersetzbar ist. Wir produzieren alle die gleiche Milch, wir produzieren alle den gleichen Weizen, wir produzieren alle die gleiche Gerste, den gleichen Raps. Wir alle produzieren Schema F. Und diese Vielfalt wiederzugewinnen, da müssen wir unsere Gesellschaft infizieren. Wir müssen die neugierig machen. Also die Gesellschaft hat die Aufgabe, das wegzuessen, was sie möchten, was nachproduziert wird. So, und wenn wir dann überlegen, wenn ich früher für die Landjugend geholfen habe und dann wurde ich abgestellt, ich durfte dann meinetwegen Brötchen schmieren. Dann haben wir Brote aufgeschmiert und wir haben Butter drauf geschmiert und dann gab es Salami drauf oder Schinken drauf oder Käse drauf und so weiter und dann haben wir das da bei den Veranstaltungen verteilt. Heute kann ich hingehen, wo ich will, Schnitzelbrötchen. Schnitzelbrötchen ist das verkommenste Produkt in der heutigen Zeit. Ich liebe es. Ich esse es wahnsinnig gerne. Und es ist so bequem. Egal bei welchem Sportfest, egal in welchem weinseligen Zustand man da am Grill steht, Brötchen aufschneiden, Schnitzel rein, aus. So, das hat natürlich auch was mit Hygiene rechtlich gemacht. Früher gab es Tante-Emma-Läden und dann konnte man mit einer Schaufel in den Zuckerpott und konnte das in den Napf und konnte es mit nach Hause nehmen. Unverpackt-Läden machen das heute vielleicht in ähnlicher Form. Heute haben wir einen Hygienestandard. Den finden wir im Supermarkt, den finden wir im Discounter, den finden wir überall. Alles ist eingepackt, womöglich in Plastik oder Papier, egal was wir da benötigen. In der Hygiene ist es so, du brauchst ja schon im Kindergarten, wenn du Essen servieren willst, diese blöden Frikadellenschein. 15 Euro musst du dir vom, was weiß ich, Industrie und Handel, schieß mich tot. Du brauchst diesen blöden, sonst kannst du den Kindern da keinen Kuchen servieren und nichts. Genauso ist es bei Sportwochen. Wenn du heute ein Brötchen schmieren willst und dann womöglich noch mit Schinken, Salami und Käse, dann muss die Kühlkette aufrechterhalten und alles mögliche, tralala. Wenn du aber ein Schnitzelbrötchen hast, das kann ich nicht verurteilen, ich mag es gerne. Nur wenn ich früher auf Tour ging und ich habe für 17 Mark Schnitzel mit Pommes, das war ein ganzes Gericht. Und heute in der Konsumgesellschaft, die wird nichts anderes angeboten, entweder Bratwurst oder Schnitzel. Dann nimmst du dieses Brötchen mit dem Schnitzel auf dem Weg zum Tresen vom Grill,
beißt zweimal rein, merkst, du schaffst es sowieso nicht und dann schmeißt du es weg. Und da setzt der ethische Ansatz. Für dieses Schnitzel ist ein Schwein gestorben. Ich mag mein Schnitzelbrötchen und ich möchte nicht, dass mir das jemand kaputt macht, aber ich werde auch weiterhin mein Schnitzelbrötchen aufessen und nicht nach zwei Bissen wegschmeißen. Und dieses Bewusstsein und diese Verantwortung. Warum konnte dieser Hype auf die Schnitzelbrötchen so schnell laufen? Weil einer damit angefangen hat, alle das für toll gesehen haben. So, also, liebe Mitbürger, liebe Gesellschaft, esst das, was ihr möchtet, was nachproduziert wird. Und dann esst doch einfach mal wieder einen Apfel, esst wieder mal eine Birne. Wenn ich überlege, früher, Sonntag gab's was Leckeres. Mal ein Hähnchen, mal ein Braten, mal so. Dann montags gab's Reste vom Sonntag. Dienstag gab's meinetwegen Auflauf. Mittwochs gab's Suppe und anschließend irgendwie eine Hefespeise. Donnerstag, was weiß ich, irgendwas Leichtes. Und wenn es eine Pizza war oder Kichelrein oder es gab einfach was Leckeres. Freitag, christlicher Haushalt, Fisch. So, und Samstag, irgendwas Leichtes. Vielleicht Pfannkuchen und aus die Maus und wir wollten eines Wochenende und wir hatten noch was vor und abends gab es sowieso noch was, also tralala. Und heute, wenn wir heute der Menschheit sagen, es muss nicht jeden Tag Fleisch sein, dann gucken die dich an, als wenn du gerade einen Flammenwerfer rausholst und bei denen in die Kombüse stürmst. Nein, du hast nur das von vor 30 Jahren wieder hervorgeholt und dem Menschen bewusst gemacht, es muss nicht jeden Tag Fleisch sein. Es geht nicht darum, dass meine Roulade billiger war, weil ich da und da hingefahren bin. Es geht darum, wenn wir die gesellschaftlichen Probleme sehen, wir haben Probleme, was weiß ich, Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen oder Kopfschmerzen oder egal was wir haben eine Entwicklung in der Bevölkerungsschichten, in allen Bevölkerungsschichten. Und da müssen wir uns vielleicht auch ernährungsphysiologisch daran trauen und kritisch hinterfragen. Sollte es nicht mal einfach anstatt eine Bockwurst eine Weintraube oder irgendwie ein Stück Käse oder irgendwas so? Warum geht es immer darum, mit Händen und Füßen, mit Klauen und Zähnen zu verteidigen, was man sich erkämpft hat? Warum reflektiert man nicht einfach mal, wo wir stehen und überlegt, wie bin ich da hingekommen? Und macht es Sinn? Und das können wir nur gemeinsam, das kann keiner alleine. Ja, kann ich dir nur 100% zustimmen. Und das Problem, ja, wir reden immer über Wertschätzung oder mangelnde Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft, hat aber auch damit zu tun, dass der Wert dessen, was wir produzieren, heute halt nur noch 10%, sage ich mal grob, des Einkommens eines Bundesbürgers ist. Ja. Und das, was du gesagt hast, Schnitzelbrötchen, ja, das hat ja keinen Wert mehr, auch preislich nicht. Ja. Nee. Und wenn ich die Hälfte wegwerfe, ist nicht viel Geld kaputt. Ja. Und das ist ja unser Riesenproblem. Ja. Diese Verluste, die wir in dieser Lebensmittelkette produzieren, ja, egal wo, ob das eher auf dem Gemüsefeld ist, weil es, du hast vorhin sehr gut gesagt, diese Uniformität unserer Produkte, ja, die uns vor allem der Handel abverlangt, aber auch natürlich der und diejenige, die es kauft, ja, die irgendwann dahin gezogen worden ist, dass es immer gleich aussehen muss, dass keine Macke drin sein darf. Natürlich bemühen sich gerade viele darum, das wieder in den Markt reinzubekommen. Die großen LEHs dann, wenn es gerade schick ist in der Gesellschaft, dann machen sie halt mal eine Aktion oder so wie Penny, diese Aktion mit wahren Kosten. Und das andere ist, was zu dieser Uniformität dazugehört, ist dieser industrielle Verarbeitungsprozess nach uns. Ja, das muss überall reinpassen. Das Schwein muss gleich groß am Haken sein. Die Milch muss möglichst immer die gleichen Inhaltsstoffe haben. Das Getreide, so und so viel Eiweiß. Ja, wir machen die Preisfindung an ganz einfach messbaren Kriterien fest. Die legt aber der Handel fest, nicht wir. Es geht auch nicht darum, dass das nachher ernährungsphysiologisch das Richtige ist, für was wir bezahlt werden. Ja. Also deswegen ist der Schuh nicht unbedingt in der Landwirtschaft, aber wir verteidigen das zum großen Teil auch immer noch, ja, dass das so sein soll. Also wenn ich Kollegen höre, ja, wir sorgen dafür, für den Wohlstand in Deutschland, weil wir billig Essen produzieren. Also dann geht bei mir aber sowas von die Hutschnur hoch. Ja. Also wenn das mein Anspruch als Landwirt ist, dass ich billiges Essen für die Bevölkerung produziere, dann,
dann habe ich einfach was komplett falsch verstanden. Also da wäre ich jetzt fast auch bei dem Glas Wein, das du gerade in der Hand hast. Das ist ja nicht die Diskussion, ob Teller oder Trog. Ja. Die Pflanzen, die ich anbaue, gehen die als Viehfutter oder gehen die zur menschlichen Ernährung? Wir haben ja Teller, Trog und Mülltonne. Wir haben ja ein Drittel der Lebensmittel, die weggeworfen werden. Und nicht nur vor dem Verkauf, wegen nicht Einhalten der Größen und der Form und dies und das, sondern vor allen Dingen auch, wenn man heute hingeht, man kriegt überall diese kleinen Tütchen und kriegt das Essen, was man nicht aufgegessen hat, mit nach Hause und hat ein gutes Gewissen und sagt, das mache ich mir morgen Mittag warm. Und dann sollten wir doch mal überlegen, wie viel von dem guten Gewissen, das mache ich mir morgen Mittag warm, wirklich noch wieder warm gemacht wird oder fliegt das gleich zu Hause auf dem Weg zur Haustür, vor einer Autogarage in die schwarze Tonne. Ja. Und wenn wir Essen machen und wir haben falsche Mengen, man kann auch mal Essen einfrieren und es wieder auftauen. Das geht. Habe ich für euch ausprobiert. Das funktioniert. Ich war jahrelang Single und ich habe sehr gut auch Essen von meiner Mutter bekommen in der Zeit, wo ich Single war. Ja. Und meine Mutter kocht hervorragend und auch gleich für einen Sturmtrupp. Wenn wir da irgendwie am Dachdecken waren oder wir haben gepflastert, ob da 3, 5 oder 7 Leute waren, da kam keiner hungrig nach Hause und es war garantiert eine Kartoffel übrig. Und die wurde eingefroren. Ich kann mich auch schön rausreden, wenn ich jetzt irgendwas habe, was nicht mehr ganz schick aussieht. Ich nutze es zum Beispiel für die Hühner. Ich schmeiße es nicht in die schwarze Tonne. Ich ernähre damit ein Tier, was mir ein neues Lebensmittel schenkt. Und diese Frage ist, es gibt diesen... Nee, ich mache jetzt keine Buchempfehlung über den 12. Tag und nee, lass. Es gibt einfach Bücher, sage ich mal. Warum nicht? Die haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und meine Frau hat das damals gelesen und die hat sich damit hier intensiv auseinandergesetzt und meine Frau ist eigentlich sehr gewissenhaft. Das bewundere ich sehr an ihr und sie hat dann halt angefangen, auch Regional- und Wochenmarkteinkäufe und so weiter und so fort mit bei uns in die Ernährungsschiene einzufliegen. Und das auch nicht nur, sondern sicherlich auch wegen unserer Kinder, dass wir bewusst und jo, es ist so, man kann auch teurere Lebensmittel kaufen, weniger wegwerfen und die Lebenshaltungskosten steigern sich nicht. Ja. Es ist ein Phänomen, es geht. Hm. Ob ich es könnte, müsste ich üben. Müsste ich üben. Ja. Ja. Wäre es ein guter Weg zurück, ist das auch mit dem Grund, warum ihr heute oder vor ein paar Jahren in die Direktvermarktung eingestiegen seid? Es macht mir mehr Spaß, einem Kunden zufrieden aus dem Hofladen zu gehen mit einem Liter Milch, als alle 2 Tage 10.000 Liter auf dem Kalender stehen zu sehen, weil der Milchwagenfahrer abends um 1:30 die Milch geholt hat. Es ist einfach meine Mentalität. Hm. Und es ist so, wir versuchen die Leute zu verführen. Wir haben im Moment einen Preis auf unser Produkt, den können wir darstellen und den können wir rechtfertigen. Das wird jetzt ein bisschen sportlicher mit den Bio-Vorprodukten, was weiß ich, Kraftfutter ist teurer, ähnliches. Wir werden die Preise noch etwas moderat erhöhen müssen. Wir möchten es aber trotzdem so verführerisch für den Konsumenten gestalten, dass er weiterhin Spaß hat an einem leckeren Stück Angusfleisch und an einem Stück Käse. Und wir haben auch regionale Partner, die uns da, was weiß ich, das Sortiment ergänzen. Wir haben einen Landwirt in der Nachbarschaft, wenn der die Eier nicht los wird, der lässt sich eigene Nudeln machen. Und die dürfen wir bei uns verkaufen. Wir haben einen Schlachter bei uns in der Region. Ganz, ganz heikles Thema. Handwerk mit der Landwirtschaft. Wenn ich einen Elektriker anrufe, wie lange ich warten muss, bis der Zeit hat, oder wenn es ein Notfall ist und er gleich kommt, aber dann jemand anderen hängen lässt, es geht ja immer nur miteinander. Und wir haben zu der Zeit der Pandemie bei uns in der Region auch 5, 6 Schlachtereibetriebe gehabt, die ihre Tätigkeit eingestellt haben. Teilweise war es so, sie konnten es nicht darstellen, dass die Angestellten in den Arbeitsstätten tätig waren. Teilweise kam dann, was weiß ich, jetzt i-Tüpfelchen, die Krise mit der Ukraine, der Krieg, ja, dass dann Rohstoffversorgungsprobleme waren, wie zum Beispiel Deckel für Gläser oder Gläser überhaupt und so weiter. Und nun ist es so,
Jetzt haben die Zulieferer bei uns in der Region zum Beispiel aufgehört. Also, wenn mein Fleischermeister jetzt seine Produkte haben möchte, Weckgläser zum Einkochen für Rouladen zum Beispiel, der kriegt keine Palette mehr, der muss einen halben LKW abnehmen. Und diesen halben LKW muss er ja auch so hygienisch die Gläser lagern. Also das nächste ist der Lagerraum. Die Vorkosten, die Verzinsung, der Lagerraum, das Ganze drumherum. Es ist wahnsinnig schwierig. Es ist gar nicht kompliziert, es ist nur komplex. Aber es ist unwahrscheinlich komplex. Und viele Leute machen sich da gar keine Gedanken. Ich hätte gerne zum Beispiel bei uns eine regionale Molkerei. Dass wir Landwirte, was weiß ich, in einer Art Genossenschaft unseren eigenen Käse vor Ort herstellen können, was weiß ich, im Norden. Dass wir da einen Joghurt herstellen können oder einen Frischkäse, den wir dann... Also auch bei mir im Hofladen, ich vermarkte ja nicht meine ganze Milch. 10% meiner erzeugten Milch geht durch meinen Hofladen in Form von Käse oder Frischmilch. 90% gehen zu einer Molkerei. So, und wenn wir sowas regional hätten, sowas würde ich begrüßen. Das könnte man vielleicht den Touristen auch noch schmackhaft machen. Wenn ich ein Stück Käse von Norden oder Krummhörn oder so mitnehme und nehme ein Stück Urlaub mit nach Hause und das schmeckt gut auf dem Brot. Das schmeckt auch gut ohne Brot, Würfeln und abends, anstatt irgendwelches Weingummi mal was Leckeres aus der Milch. Es ist einfach verführerisch. Und das in die richtige Relation zu setzen, wenn ich erlebe, was zum Beispiel eine Hafermilch oder eine Mandelmilch oder egal was es für Preisfindung gibt, weil der Mensch, der das kauft, das mit dem Bewusstsein macht, etwas Gutes zu tun. Und wenn ich dann im Vergleich die Milch sehe, die unsere Kühe produzieren und die wir vermarkten und wie gering wertgeschätzt die wird, weil einfach die Achtung der Menschen, der Konsumenten davor fehlt und dann dieses Halbwissen, dieses gefährliche Halbwissen, was da propagiert wird, ihr nehmt den Kälbern die Milch weg und Landwirtschaft hat für mich deshalb die Bodenständigkeit. Wenn irgendjemand über das älteste Gewerbe der Welt redet, dann hat jeder sogleich dieses Rotlichtmilieu. Und für mich ist es so, dass wir von den Nomaden zum Sesshaften wurden und angefangen haben, Tiere zu domestizieren und auch Getreidesorten zu domestizieren und Produkte wie zum Beispiel Äpfel und sowas einzulagern. Dadurch hatten wir Zeit, uns zu spezialisieren. Der eine konnte besser Steinspitzen für Pfeile oder Speere bauen, der eine konnte besser irrende Geschöpfe machen und für mich ist Landwirtschaft der Grundstock unserer heutigen Zivilisation und das lässt mich manchmal so ein bisschen dankbar und demütig auf meinen Beruf schauen. Ja, und ich hab heute einen Podcast gehört auf dem Trecker. Sie haben gesagt, die Berufsgruppe mit der größten Wertschätzung in der Bevölkerung in Deutschland ist die Landwirtschaft. Und danach kommt erst die Wissenschaft. Ja, und das passt für mich irgendwo nicht ganz zusammen. Ja. Wobei ich das schon öfter gesehen habe. Also die Arbeit der Landwirte wird nach wie vor wertgeschätzt. Wenn der Trecker nicht gerade vor dir fährt. Ja, aber ich denke, wir lassen uns auch von ein paar Schreihälsen gerne im Sinn des Wortes die Butter vom Brot nehmen. Ja? Ja. Und, wir müssen, ich war ja auch sehr lang, sehr intensiv auf Social Media unterwegs, wir müssen hier vor Ort präsent sein als Landwirte. Ja? Deswegen auch ein Stück weit mein Engagement in der Kommunalpolitik zum Beispiel, oder wie du gesagt hast, ja, wir müssen im Kindergarten, in der Schule, wo die Kinder auch aktiv sind, müssen wir präsent sein, auch. Jeder hat viel zu tun, aber auch der Rest der Bevölkerung hat auch viel zu tun. Ja, also wir dürfen nicht immer nur glauben, ja, also wenn Leute zu mir sagen, ja, du musst so viel arbeiten, dann sage ich immer, ey, ich habe mir das rausgesucht, ganz bewusst. Ich habe es mir ganz bewusst rausgesucht, weil es für mich der geilste Beruf der Welt ist. Ja, und es gibt Phasen, so wie jetzt die letzten 2 Wochen und die nächsten 2 Wochen, ja, da ist manchmal, ja, da bist du abends oder nachts irgendwann platt. Ja, da liegst du aufs Sofa. Da wird nicht mal mehr das Bier leer, ja, sondern, aber das gehört dazu, das ist jedes Jahr dasselbe. Aber ich habe es mir rausgesucht und es macht mir Spaß. Und wenn wir das wieder ein bisschen mehr rüberbringen, auch in unserem Umfeld, dass das, was wir tun, auch Spaß macht. Ja, es ist,
nicht jeden Tag vergnügungssteuerpflichtig, aber es ist doch ein Geschenk, dass ich jeden Tag an der frischen Luft arbeiten darf. Wenn ich, ja, ich poste im WhatsApp-Status morgens mal einen Sonnenaufgang oder abends einen Sonnenuntergang. Die meisten sehen doch das gar nicht. Ja? Entweder sind sie schon auf Arbeit, bevor die Sonne aufgeht, in irgendeinem Bunker, oder abends liegen sie vorm Sofa und sehen es nicht, oder vorm Fernseher und sehen es nicht. Ja? Und das auch immer wieder auch zu zeigen, nicht nur auf Social Media, aber auch dort, was es für ein Geschenk ist, diesen Beruf machen zu dürfen. Ja? Und das ist mir schon auch immer wichtig. Ja? Ich habe den Prozess habe ich für mich auch erst lernen müssen, für mich zu entscheiden, ich habe einen geilen Beruf, auch wenn es wirtschaftlich mal scheiße läuft. Ja? Und da die Phasen hat, glaube jeder, aber irgendwann zu sagen, okay, so wie du es jetzt für dich oder für euren Betrieb entschieden habt, wir wollen es aber so machen, aber es macht heute Spaß. Jo. Ja, genau so will ich es haben. Und ja, du hast gesagt, ja, ich weiß alles, was ich nicht mehr machen will. Ja, ist extrem wertvoll, wenn ich schon mal weiß, ich weiß, festangestellte Mitarbeiter ist für mich schwierig. Ich habe jetzt aber auf der anderen Seite 4 coole Jungs, ja, die sind da, wenn es gilt. Ja. Ja, da bin ich extrem dankbar für. Ja. Und so kommt es dann auch wieder zu einem, wenn ich das nach außen zeige, okay, das kann ich machen. Ich sage dann auch, ich kann euch nicht fest anstellen, aber ja, wir finden eine Lösung. Ja. Und die muss man natürlich auch immer wieder motivieren mit Traktorfahren etc. Aber da kommt heute halt auch sehr viel zurück mittlerweile. Ja. Ja. Und wenn wir das nach außen zeigen, glaube ich, dann ja, werden wir auch anders wahrgenommen, wenn wir an Lösungen arbeiten. Ja. Aber ich wollte jetzt kein Wort zum Sonntag hier sprechen. Definitiv nicht. Auch wenn wir jetzt schon deutlich länger als üblich miteinander schnacken. Also wir können ja noch Thema Wolf machen, dann wird das heute bodenlos. Da kann ich dann zwischendurch mal absetzen. Ja. Nee, alles gut. Nee, das lassen wir raus. Ja, ich glaube, das würde mindestens noch mal so eine Folge nach sich ziehen, aber du bist da sehr tief drin im Thema. Wir werden vorher beim Abendbrot drüber geredet. Ja, das sind Dinge, die bekomme ich gar nicht mit als Nicht-Tierhalter. Ja, was da alles kommt. Ich ertappe mich auch sehr oft zu sagen, ja, bin ich froh, dass ich keine Tiere mehr habe. Was ein absoluter Quatsch ist, weil ich auf der anderen Seite ganz genau merke, ohne Tiere fehlt halt was auf dem Hof. Ja, das ist für mich, ich habe eine Betonkuh, ja, aber das ist kein Leben auf dem Hof. Ja, und vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, ich sehe es heute nicht. Ja. Im kleinen Stil haben wir ein bisschen was mit Schweine, aber... Also ich fand das schön, wie ich begrüßt wurde. Deine Frau lief da mit den beiden Pferden und das war doch wie ein Stück zu Hause bei uns. Das ist Pferde, ich habe mir das erste Pony gekauft, da war ich 12. Das durfte ich von meinem Taschengeld, mein Vater hat mir das ermöglicht, dass er mir eine Box zur Verfügung stellte. Ja. Aber das Ponyfohlen, das habe ich damals gekauft. Da war ich stolz wie Bolle. So, und dann haben wir eine Box zusammengebaut und dann haben wir... Als es alt genug war, das vor die Kutsche gespannt und dann, ich werde die Hafermotoren nicht los. So ein Weidepanzer läuft immer. Im Moment haben wir 4 Stück auf dem Hof. 1 ist Gnadenbrot, 1 gehört meiner Frau, 1 meiner einen, 1 meiner anderen Tochter. Ich bin im Moment der Einzige ohne Pferd seit 2016. Vielleicht deshalb die Wasserbüffel. Ich möchte wieder irgendwas über die Pferde. So, basta. Ja, Pferde waren bei uns nie auf dem Hof. Mein Vater sagte immer, ja, die Pferdebauern waren die Herrenbauern, ja, und wir haben halt nur mit Ochsen gepflügt, ja. Die mit Pferden hatten die Knechte, ja, und die mit den Ochsen waren halt die ohne. So, das ist so im Hinterkopf. Ich habe von meinem Vater einen 38 PS Dreizylinder Hanomag. Hanomag, natürlich Hannoversche Motoren AG und das ist Theorie. Hanomag ist eine Abkürzung und steht für: Hier arbeiten noch Ochsen mit ordentlich Gewalt. So. So, jetzt sind wir dann drin. Ja, aber es ist heute so, ja, das ist für meinen Vater seine Tagesroutine, die Pferde. Ja, der hat sich damit auch angefreundet, ist nicht so. Ja, und es ist, wie du sagst, es ist auch schön, dass noch ein bisschen Leben auf dem Hof ist an Tieren. Ja, mittlerweile, früher war es ein Hund, heute sind es Katzen. Ja, wenn der Hund geht, kommen die Katzen von allein. Ja, jo. Machen wir noch ein Fass auf?
Hättest du noch eins? Ein Weinfass? Ja, Wein, ich könnte deine Frau fragen, ob sie mir noch eins holt. Dann darf ich heute auch nicht mehr fahren. Nein. Wir können auch eine kurze Pause machen. Weitermachen. Politik. Politik. Lassen Sie mich über Politik reden. Ja. Ich hatte gemeint, die Politik ist im Moment tot. Und damit meine ich nicht irgendwelche Querelen zwischen irgendwelchen Etablierten und irgendwelchen Neuerscheinungen. Und ich meine, mir fehlt in der Politik die Selbstkritik. Wir haben im Moment Koalitionspartner, die gerade nicht regieren, die zum Beispiel 16 Jahre mit an der Regierung waren und die zum Beispiel auch solche Themen wie Wolf oder Energie oder was auch immer mit angestoßen haben. Ob sie jetzt alleine schuld sind, ist nicht die Frage. Es geht ja um die Mitverantwortung. Nur heute wird den derzeit Regierenden das vor die Füße geworfen. Nicht nur von diesen Parteien, auch von Neuerscheinungen im Parteienlandschaftsgefüge. Ich meine, die Politik würde sich ganz gut daran tun, dass sie mal wieder ein bisschen biodivers, dass man wieder die Partei erkennt, die dahinter steht. Im Moment habe ich in meinem ganzen Umfeld das Problem, es werden keine Parteien gewählt, keine Programme gewählt, es werden Politiker gewählt. Wenn man den persönlich kennt, wenn man den schon mal beim Durchschneiden von einem Fahrradwegband, beim Sportverein oder sonst wo getroffen hat, der ist ein Riech, der kann es wohl nehmen, der mag nicht so Fisch, geht das der anderen. So, dann wird eine Person gewählt. Und ich meine, dieses selbstkritische Hinterfragen, wenn ich glaube, dass die Politik sich im Moment scheut davor, Angst zu machen, dass sie im Moment handlungsunfähig dasteht und wie das Kaninchen auf die Schlange guckt und die Schlange ist diesen Moment der Wähler, dann meine ich, dass ich mir auch von der Politik mehr Selbstbewusstsein wünsche, jetzt, weil jetzt hier kommt er rein. Einschalten. Nein, wir haben das Phänomen, dass hier klasse Geräusch. Danke. Haben wir selten im Podcast. Danke, ich nicht. Ich hoffe, dass ich fit rauskomme. Ja, jetzt. Lass Flasche stehen. Lass mal stehen, genau. Danke. Nein, ich erwarte von der Politik, dass sie Lösungen offen anspricht. Und damit habe ich jetzt keine Partei im Vordergrund. Und ich erwarte auch von meiner Umfeld, meiner Bevölkerung um mich drumherum. Und das erwarte ich auch von mir und das fällt mir schwer genug. Also, zurückbesonnen, ein Bekannter von mir, der immer sagt, wenn ich irgendwas nicht verstehe, ist das entweder Politik oder Kunst. Ein schlauer Mensch, beeindruckt mich vielfach. Der hat einmal zu mir gesagt, in seinem Werdegang, auch beruflich, gab es eine Gemeinschaftsgruppenarbeit. Jeder Einzelne musste sich im Stuhlkreis in die Mitte setzen. Und die drumherum durften ihm jetzt sagen, was ihnen nicht gefiel. Also wenn du dich in die Mitte setzt und ich komme an und sage, ich finde es saublöd, dass du jeden Morgen zu spät zur Arbeit kommst. Dann darfst du nicht sagen, ja, aber ich, sondern dann sagst du, ich danke dir, dass du es mir gesagt hast. Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie du mich gerne hättest. Das hat er mir damals gesagt. 2 Jahre später rufe ich ihn an. Ich sage, stopp ihm. Ich sage, wenn ich für mich in Anspruch nehme, dir zu sagen, ich bin nicht auf der Welt, wie du mich gerne hättest, dann muss ich dir das ja auch als Recht einräumen, dass du nicht auf der Welt bist, so wie ich dich gerne hätte. Ja. Und ich habe sehr starke Kritiker an der Politik, die immer wieder sagen, die Politiker sind nur bemüht um ihren Posten und die machen alles, damit sie ja wieder gewählt werden. Hurra! Das ist eine farblose Masse von nix.
Und als jetzt, sag ich mal, unser neuer Bundeskanzler für mich nicht so präsent war, hatten wir ja unsere Außenministerin. Also sicherlich nicht die Partei, die ich in hohen Klee loben möchte. Wein wirkt. Sondern da hat sich mein direktes Umfeld sehr massiv drüber beschwert, dass sie im Ausland mal gesagt hat, ich mache das, was richtig ist und nicht das, was die Wähler von mir erwarten. Und dann haben die sich richtig echauffiert. Und dann habe ich gesagt, stopp. Ich sage, du hast immer gesagt, die Politik macht alles, um wiedergewählt zu werden. Und jetzt ist da eine Politikerin und sagt, es ist mir egal, was meine Wähler von mir denken, ich halte dies für sozial verantwortlich. Ich sage, jetzt müsste dir doch richtig so die Brust schwellen und ein Lächeln übers Gesicht huschen, endlich mal ein Politiker, der das so macht, wie du das möchtest. Hm. Dieses Rückgrat erwarte ich von der Politik, egal in welcher Partei und egal in welcher Konstellation. Ich erwarte, dass die Politik nicht irgendwie so fadenscheinig, wir hatten damals, ich meine, das war Frau Rita Süssmuth, die unsere Bundestagspräsidentin war, die hat ja wohl mit dem Armeehubschrauber ihren Sohn in Genf da im Internat besucht. Und als das rauskam, hat sie gesagt, ich ziehe die Konsequenzen, ich trete zurück. Und von einer anderen Partei, meine ich, war das Herr Scharping, der hat damals seine Freundin auf Mallorca mit einem Flieger von der Bundeswehr besucht und hat es damit gerechtfertigt, die müssen sowieso so und so viel Flugstunden machen, dann können die mich da auch rüberfliegen. Und als das dann zu eng wurde, dann hat er gesagt, okay, ich ziehe die Konsequenzen, ich trete zurück. Und das hätte ich als Normalbürger gerne anders gesehen. Ich hätte gerne gesehen, dass die Verantwortung übernehmen und sagen, so, pass mal auf. Ich trage meine Mitverantwortung und was weiß ich, ich zahle Summe X. Und dann trete ich zurück. Oder ich zahle Summe X und trage meinen Beitrag und bleibe da. Einfach Rücken gerade machen. Hm. Und das vermisse ich vielfach in der Politik. Es geht mir nicht drum, wer oder was gemacht hat. Es geht mir nicht drum, wer oder welche Gesetze gemacht hat. Ich möchte gerne, dass das Gemeinwohl etwas mehr zum Tragen kommt. Und dafür gehört erstmal, dass man eine Analyse betreibt und die auch nach außen trägt. Und nicht irgendwie im geschlossenen Raum betuschelt, wie können wir verhindern, dass das da nach außen tritt? Ja. Und das dann der Allgemeinheit verkaufen. Ich erwarte mehr von meiner Politik, als ich im Moment gezeigt bekomme. Ja, also da bin ich 100% bei dir. Ja, also was Bundes- und Landespolitik angeht, das Rückgrat zu haben und auch Fehler einzugestehen. Ja, und du hast das Beispiel sehr plakativ gesagt, dann auch den Fehler auszubügeln und nicht nur sagen, damals sind sie wenigstens zurückgetreten, heute tritt ja nicht mal mehr jemand zurück. Ja? Nee. Früher gab es auch in jeder Legislaturperiode mehrfach Kabinettsumbildung, das gibt es alles nicht mehr. Ja, du bist da drin, 4 Jahre, es ist fast egal, was du machst. Ja? Das sorgt halt aus meiner Sicht auch für diese Politikverdrossenheit. Ja? Wenn einer klar sagt, hey, ich habe da Scheiße gebaut und ich mache dafür das und das, das würde doch diesem oder dieser abnehmen. Chapeau. Ja, aber das fehlt. Und ja gut, jetzt kommen wir sehr tief rein, aber das ist ja heute auch, früher haben ja die Medien meistens jemand dann vor sich hergetrieben. Ja. Ja, aber heute haben wir 5, ich sage das mal böse, Einheitsparteien. Dann haben wir noch eine kleine links und haben eine böse rechts. Ja, und wir lesen nur über dieses Feindbild ganz rechts außen. Wenn aber jemand von einer, ich sage es mal in Anführungszeichen, konservativen Partei eine Äußerung trifft, die halt eigentlich ursprünglich mal in dieser konservativen Partei üblich war, anstatt dann froh zu sein, dass vielleicht eine dieser, sage ich mal, guten demokratischen Parteien, ne, ohne das jetzt, ich möchte das überhaupt nicht werten, dass das einer von denen sagt, haut man dem so eine auf die Mütze drauf, dass der sich wirklich überlegt, ob das nochmal sagt. Ja, und mit dieser Aktion medial
sorge ich dafür, dass noch mehr an diesen Rand wandern. So. Ja, und das ist doch, ich verstehe das nicht, da muss ich doch nichts in der Birne haben, da muss ich nur eins und eins zusammenzählen, dass mit allem, was im Moment passiert, das nächstes Jahr noch vielleicht nochmal 5% mehr sind. Das Phänomen ist, ich habe aktuell einzelne Politiker, die ich auf dem Schirm habe, denen ich durchaus attestiere, dass sie etwas Gutes wollen. Ich darf mich nur nicht mit denen unterhalten, weil ich überlege oder erklärt bekomme, wie eine Koalition, also man muss auch Ziele aufgeben können für einen Kompromiss. Und dann sind diese Politiker handlungsunfähig. Und das zu erkennen, ich finde das niedliche Beispiel. So, der Sohn von meinem Vetter und meiner Cousine. Der hat geflunkert. Und wir alle saßen am Tisch und konnten erleben, er flunkert. Und hier, der Vater trieb ihm so ein bisschen vor sich her und sagte, na, so und so. Und er, stolz geschwellte Brust, so Arme verschränkt, so richtig so Abwehrhaltung. Und hier stehe ich, hier sterbe ich so richtig so mit 6 Jahren, so hier ist die Welt, wa? Nein, das ist so. Und dann erklärt der Vater das und dann sagt er, nein, das ist so. Und dann erklärt der Vater das. Und jetzt war jedem klar, er konnte nicht mehr gewinnen. Der Junge hatte auf ganzer Linie verrissen und verschissen. Und er merkte es auch. Und dann sagte er so, war aber ein schöner Spaß. Und dann sagte der Vater, ja, hast gut geblufft. Und damit war aus der Nummer raus. Und ich habe 93 durch einen Rechtsanwalt gelernt, als es um ein Gespräch ging zu einem Prozess. Und dann hörte ich das so und dann sage ich, ich sage, Mensch, das ist doch ganz einfach. Gehst vor Gericht und vereidigst die. Da müssen sie ja die Wahrheit sagen. Ich glaube, der lacht heute noch. Der ist zwar verstorben, aber der hat damals so nach Luft gerungen. Er sagt, Peter, jeder Mensch, egal ob der Ankläger oder der Angeklagte, lebt mit seiner Wahrheit. Und das ist das, wo er für gerade steht. Und wenn du sie vereidigst, selbst wenn sie für die Strafe nicht habhaft gemacht werden können, wenn nachgewiesen wird, dass es eine Falschaussage war für den Meineid, werden die ja verurteilt. Du darfst keinen vor Gericht vereidigen, weil sonst hat er nie wieder die Möglichkeit, aus der Nummer rauszukommen. Das war für mich so eine erschreckende Erkenntnis. Und dann dieser 6-jährige Sohn, der für sich die letzte offene Tür offen gestoßen hat, war aber ein schöner Spaß. Warum beharren alle Leute, nicht nur Politiker, vielfach auf den Fehlern und haben nicht die Größe einzugestehen, es hätte eine andere Lösung gegeben. Und das ist so das, was ich sehr häufig vermisse. Also das ist für mich ein ganz großes Problem, dass man die Tür offen schlägt und sagt, gut, war jetzt vielleicht nicht die beste Lösung, es hätte eine andere gegeben. Es geht gar nicht darum zu verurteilen, Mama, das ist doch für ein Schietmockt. Schaum die bliebachte Dörr und komm bloß in der Bude in Sönschien. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach darum zu erkennen, das kann man halt so machen, dann ist es nur halt scheiße. So, und jetzt überlegen, wie können wir es gemeinsam besser machen? Und dann sind wir wieder bei dem Anfang, wo ich anfing und sagte, gemeinsam sehe ich eine Lösung für alles und keine Gift. Nein. Ich würde jetzt nichts mehr kontern. Ich würde sagen, das war ein sehr gutes Schlusswort. Und ja, es war, wie erwartet, wie ich es von dir erwartet habe, sehr tiefgründig. Und deswegen gab es heute auch kein zeitliches Limit. Aber es ist jetzt 11:15. Auf der Uhr ist immer 11:15. Aber es ist jetzt tatsächlich, glaube ich, so. also wirklich großen Respekt vor dem, was du tust, was ihr tut bei euch auf dem Hof, was du ehrenamtlich leistest. Ja, also ich,
ich war ja auch lang beim Bauernverband, da war auch immer über die vom BDM gelächelt, aber eigentlich ist das Quatsch, wenn wir so gegeneinander arbeiten, wir paar Hansl in der Landwirtschaft. Da kommen wir wieder zu diesem gemeinsam. Jeder hat ein hehres Ziel, für das er steht, ja, und es gibt immer irgendwo Gemeinsamkeiten, ja, und das fand ich auch das Gute an dem Schlusswort, ja, dass wir da wieder hinkommen. Und wir haben das, glaube ich, bis auf zwei Podcasts immer dieses Thema, dass wir in der Landwirtschaft wieder auch innerhalb der Landwirtschaft mehr gemeinsam machen müssen. Und da fand ich die Folge heute sehr wertvoll. Also nochmal ganz herzlichen Dank vor allem für diese Ochsentour, hier mal live zu sein. Wir haben uns einmal vorher getroffen in Osnabrück, war es irgendwo in der WG, ja? Abends kurz. Das war auch noch intensiver als heute. Das war's wert. Ja, definitiv. Hat wirklich Spaß gemacht. Also ganz herzlichen Dank an dich. Liebe Grüße an deine Frau und bekannterweise an deine Töchter. Aber ja, wir werden definitiv mal zum Urlaub hochkommen. Danke für die Einladung und für die Einblicke hier auch. Ja, war schon fast dunkel. Ja. Okay, dann, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet hier wirklich was mitnehmen. Also ich bin selber gerade ziemlich geplättet und ich nehme es für mich immer mit. Ich höre die Folge noch mindestens zweimal, bis sie veröffentlicht wird. Und ich höre jedes Mal so viel Neues. Egal bei wem, aber heute bei der Folge wird so viel sein, dass ich einige Tage dran zu arbeiten habe. Definitiv. Danke, Peter. Liebe Grüße. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war's schon wieder für heute. Danke, dass du dabei warst bei Boden und Leben, dem Podcast rund um 20 Zentimeter, die die Welt ernähren. Wenn du mehr über mich, uns als Familie und unseren Betrieb erfahren möchtest, dann abonniere diesen Podcast, folge mir auf Instagram unter michael.reber und abonniere unseren YouTube-Kanal Innovative Landwirtschaft Reber @michael.reber. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine fruchtbare Woche.